Thorsten wartet auch noch auf seinem BMX-Rad. Immer noch. Schon ein paar Monate her. Zwei Monate. Hab mal geguckt. Zwei Monate habe ich bestellt. Bestellt. Bezahlt. Über Kleinanzeigen. Ich sollte dir eine Zeitschrift geben, weil du nach Hütten gucken sollst, vor Wolf Jahren. Die Zeitschrift flog aber davon. Sag mal, warum kam eh eine Windböe und ich war unten? Ich sah halt nur noch die einzelnen Blätter hier rumfliegen. Also, ich habe für dich geguckt, da sind keine Hütten drin. Mühe gemacht, jetzt sind wir überall hier schon rum, die Blätter. Da war aber nicht drin. Also, Glauben oder so ein Scheiß. Da war nicht drin. Juhu! Was ist das denn? Also, eatable stuff vom Bäcker? Oder not eatable stuff? Quarkmäulchen. Quarkmäulchen? Maulquark? Dennis ist nicht da, Thorsten ist nicht da, von allen guten Geistern verlassen. Ja, das Wetter ist zu gut. Ja, ich finde das wirklich zu gut. So, ich glaube, alle Mieträder noch. Keine Ahnung, wo die alle sind. In den Weihnachtsmarkt reingefahren ist, war. Der hat jetzt ein Grab in Tunesien bekommen. Ehrengrab? Ehrengrab. Oh. Aber so, also es musste Voraussetzung war, dass es einbetoniert wird. Auf Schutz vor Grabschände etc. Da machen die so einen Wind, wenn da irgendwo da so eine andere Säule guckt, dann ist das kein Schleier. Wieso hat er einen Ehrengrab bekommen? Weil er durch die Medien gegangen ist. Das ist eine Weltberühmtheit. YouTube-Star. Das Grab von Anis Amri in Kerouan, Tunesien, wurde zugemauert. Eine dicke Betonschicht zum Schutz vor Grabschändern. Das ist ein Pharao. Kann der nicht vernünftig verrotten? Oder wie? Scheiße. Oder machen die so schnell vom Potsdam? Achtung, der Knatterer. Nee, hallo. Ja, das ist ja wirklich unerhört. Ja, war eine Pause und ich war drin. Man kauft hier Fahrradschlösser? Ja. Ja. Ab 30 Euro bis 88 Euro. Bis 30 Euro. 30. Ich kann noch gar nicht sehen, du weißt ja nicht, was das ist. Jetzt hängt dir irgendein Dreck an, der eigentlich 4 Euro kostet für 30 und du sagst, jawohl, nehme ich. Hey. Ich brauche einen Fahrradschlosser. Also für 30 Euro ist ein Diesel hier. Guck mal, das ist ja mal für neu. Ja, dann sehen Sie auch mal wieder.
Ab und zu mal ein Tröpfchen Öl rein. Das ist wichtig. Ach so. Weil durch den Regen stößt sich das natürlich aus und dann wackelt es so ein bisschen. Ja. Das ist ja nicht so gut. Okay. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ja, was los? Feierabend oder was? Nee, ich habe mich lassen, ich schütte es mal. Ich bin ganz lange in den Kaffee gegangen. Und ich bin davor. Guck mal schnell. Ja, früher im Park gelegen, ja? Ja. Du warst nicht so entspannt. Nee. Ich bin nicht mit meiner Kunst gejammert. Hast du einen Ständer? Ja, aber das ist zu schwer. Das ist mir eben schon umgekratzt. Wenn ihr auf daran liegt oder. Das ist mir eben schon einmal komplett umgekratzt. Hast du Autoventil da drin? Ja. So, bitte enttäusch mich nicht. Machen wir erstmal eine Windposition hier nehmen. Jawohl. Du darfst mich jetzt nicht enttäuschen. Du musst wissen, wie die Pumpe funktioniert. Die habe ich nicht.
ja nicht 24, das sind da. 24 Zoll oder 26 Zoll noch mehr? Von bis geht der immer. Okay. Und dann wechselst du den schon. Ich würde sagen, du musst schnell noch einen Schlauchwechsel machen. Weil der durch den Luftdruck, durch den Druck, ist der irgendwann ist der Druck so hoch, dass er im Prinzip dann rausgeht. So wie so ein Überdruckventil. Ja. Vielleicht war es von vornherein ein kleiner Einbaufehler, was ich mir nicht unterstellen möchte, nur mal so in den Raum sagen. Dafür hat es ja so lange gehalten. Naja, kann aber sein, tatsächlich, dass sich dann irgendwann einfach sich durchscheuert. Was dann denn? Jetzt ist es durch Schieben verzogen, wisst ihr, durch das Schieben. Das ist so ein Kram, ey. Das ist, wenn du das, ich finde so eine Nummer in der großen, in der Weltpolitik, finde ich das immer schön. Ich habe es gestern im Fernsehen gesehen, des Namens von Phoenix. So, da haben sie nochmal alles Revue passieren lassen und dann siehst du kaum so. We will strike you with fire and scorpions. Ey, das ist wie bei normalen Menschen. Dann machen sie mal auf top intelligent, wa? Wie geht's halt? Wird das anders hier in 20 oder mit Kickschalter? Nein, das ist doch mal auf den Kopf.
Entweder hast du mal Überpunkt, das kann auch sein. Wir haben gestern gesagt, schlafen liegen, oder? Nee, lass ihn. Wie machst du denn bitte? Nee, boah, du bist ja auch stark. Aber ich muss sagen, letztens habe ich auch von Vorderrad gewechselt und der hat sich immer wieder so reingeklemmt, weißt du? Das ist immer wieder so hochgekommen. Nervig, ja. Und dann also musste irgendwann hat so Block gemacht, weißt du? Und dann. Block. Mit dem Block. Ja, mit Ventil kriegst du ja nicht durch. Nee, ich will es, aber ich dachte... Ah, oh, du bist so viel riecht, oder was? Mach mal langsam, deine Flüchtlinge können warten. Ja, eigentlich schon. Ich habe ja eh Überstunden. Das ist ein Brötchen, oder? Die sollen sich mal beschweren. Über Unpünktlichkeit. Jetzt mal auf dem Platz eine Durchsage starten, dass ein Flüchtling noch sein Fahrrad hier abzuholen hat. Immer noch. Nee, schon immer noch? Schon wieder. Mhm. Haben wir schon wieder immer haben. Bitte. Ich meine, du kommst doch eh nicht mit abholen. Nein, schon so zu ihm gesagt. Doch, ich brauche. Ja. Ist ein Newton-Fahrrad? Ja, das ist Schrott natürlich. Das ist alles andere sehr hoch kaputt. So, machst die Kette hoch, 20 Euro. Also nicht. Die Kette kostet ja auch Geld. Ne? 20 Euro. Okay. Kommt nicht. 4 Wochen. Ich mach sowas nicht mehr. Also, oder, oder. Was denn? Hab ich doch hier. Probier ich? Kamera? Jetzt muss ich leider alle über einen Kamm scheren und zu den Leuten sagen, mach ich nicht mehr. Tut mir leid. Mach jetzt Fernreparatur. Wenn so ein Flüchtling kommt, ohne Scheiß. Bei jedem Mal, ihr habt Ärger bis jetzt. Ja, aber kennst du die? Hä? Haben die einen, die erkennt einen ja, Zettel an der Brust? Ja, haben sie. Echt? Hallo. Der Crash. Fest. Da vorne ist ein Inbusschlüssel drin in der blauen Box, noch festschrauben. Das ist, damit es beim Crash nicht kaputt geht und du nicht gleich nach was Neuem fragen musst. Das ist gut. German Engineering, SKS. Wieso? Das ist doch SKS. Das ist Taiwan, ja. Das stimmt nicht, das ist SKS. Wolfgang Amadeus, was darf sein? Gar nicht. Oh Mist. Ha! Oh, hoch geht du Füß. Hier. Ich nicht, oder was? Ja, dann nehm ich auch.
Hast du? Ja, hat er. Hast du? Ja. Ist nicht für dich heute, wa? Nicht drin. Nee, gar nicht. Haben wir denn zum Fisch einpacken verwendet? Würde? Hab ich auch, obwohl ich mir da. Was zur Hölle machst du denn da? Sag mal eine Hilfe braucht. Wir haben jetzt von mir so drei Scheiben und den eine Scheibe. Doppelt beliebte Salami. Eigentlich ist ja eine vor, eine danach. Ne? Kann man so genau nicht sagen. Eine Frau guckt aus der Zeit. Sag mal, gibt es da eigentlich jemanden, den man dann fragen kann wegen sowas, wegen solchen Leuten, die dann ja geschickt werden zum Reparieren hier? Normalerweise haben wir selber Werkstätten, ja. Und die kommen, die mit denen die Teile machen. Wo arbeitest du? Flughafen Tempelhof? Ja. Und wenn, dann kommt der von woanders? Ja, ich war 100% im Fliegstehen. Also neulich sind ja auch zwei vorbeigekommen, jetzt vor ein paar Tagen erst. Mit einem Superrad. Aber da war ein Teil kaputt vom Rahmen. Ja, ich. Ja, nicht schwamm, nicht schwamm. Also, woran es jetzt scheiße ist, ist nicht scheiße. Ja, und deine Geduld. Also wenn es so weitergeht, muss ich dir die Kühlung aufbrechen. Warte mal,
weiß Dennis jetzt A oder nicht? Prüfungspunsch wäre doch schön. Ja, sieht so aus wie ein Knast hier, oder? Chim Chil Un? Kim Jong Un. Chim Jong? Der Schimmel Jung. Der Schimmel Jung? Ich finde das so witzig, echt diese. Und vor allem, das ist ja wirklich wie zwei Boxer, also schlimmer als zwei Boxer. Und auch die Sprache, und dann, wenn man überlegt, dass der Flaxi echt. Menschheit so weit gekommen ist, mit so einem Vögel. Letztens habe ich mit Bruno diskutiert, mögliche Beteiligung an der Mordung eines Uni-Dozenten 2013. Alter, die haben damals so Hunderte hingerichtet. Oh, wer? Hier, Bogota. Ja. Da haben sie doch, da war doch damals dieser, wo sie auch diese Richterin und alle, das war ja Wahnsinn. Das und jetzt machen sie hier eben auf mögliche Beteiligung. Mann, Alter, das war schon immer da haben sie keine Chance. Dann wird er jetzt auch hingerichtet, scheißegal, denn aber der hat seine Aufgabe damals erfüllt. Ja. 100. Was ist der denn? Polizeichef von Bogota gewesen. 2013. Mann, ja, weil die Studenten sind jetzt nicht, da waren so viele Schleppen, die sind wieder aufgetaucht. 400 Studenten waren das. Hat die eine 8 drin mit Rad hinten? Nein, das ist noch nicht aufgepumpt. Ach so. Also wenn du nur auf die Felge achtest, ist es okay. Hoch, oder was? Ja, du siehst ja, das ist ja noch nicht richtig aufgepumpt. Du musst den so beim Aufpumpen, Pump up the gym, musst du den so, genau, so walken in die richtige Position. Das ist halt so. Das ist ein alter Felge und ein neuer Mantel, das korrespondiert nicht richtig. Also mehr als drei mit Zukunft. Ja, als Velo-Massöse. Velo-Massöse, genau. Ja, warum nicht? Ja, mit Happy Ending. Mit Happy Ending. Ja, so muss ich nachher meinen Account nehmen. Velo-Massöse. Velo-Massöse. Unten bei den Delta Cruiser, da wo die Schlucht ist, hier unten bei uns auf unserer Seite, da ist es noch ein bisschen weit drin, da müsstest du jetzt vielleicht ein bisschen rausziehen. Delta Cruiser.
Schubser, Schubser. Ja, pump mal, mach mal 2, 3, 4 Stöße rin, dann machst du wieder ab und dann pumpst du. Dann massierst du. Ach, wie auch immer. Das ist schlimm. Arsch, Wasser. Ah, gestriegelt. Wow. Komm mal Zeit mit dir. Kann mir das nicht vielleicht. Außerdem suchen sie bei NDR, was war das? NDR? Norddeutscher Rundfunk wieder diese Rommel. Nee, dann mach ich das. Kannst du auch bewerben. Ja, genau. Was musst du denn jetzt sein? Wie ist doch auch irgendwie, wie ist denn die ohne Robbe da? NDR? Aber eigentlich. Das sieht doch gut aus. Hallo? Ich hab ja eine Profi da drin. Wie viel pumpst du denn immer drin, weißt du das? Zwei eigentlich. Ja, genau. Aber jetzt sind schon, da steht gerade schon bei über 1,25. Ja, das zeigt aber richtig an. Kannst du ja mal mit vorne vergleichen. Sitz 2. Gleich. Naja, wenn es zu weich ist, dann musst du noch was rummachen. Immer noch so viel Liebe drauf. Aber du damit hier rumschlägst. Oh, jetzt Einmarsch. Ja, Kimi, Kimi. Die Kimi stimmt nicht. Anna, ich habe mich so gut. Wie nennt man das denn? Die Gruppe. Kontaminierung. Zersetzung von innen heraus. Der ist nämlich, der Zug ist dann schon gelaufen. Also jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Wann kommt da der Krieg kommt? Definitiv. Welcher Krieg? Naja, hier, dass die Jungs gerade die Koreaner noch in Mitte hauen. Gibt eine Menge Toten. Gottes Willen, ey. Der ist schon bezahlt. Jetzt das ist das Problem. Da investiert doch keiner. Und dann kommt. Kann ich da auch noch Aktien kaufen? Ja, wahrscheinlich. Aber das ist schon seit Jahren bezahlt. Alter. Ja. Kann man so gefährlich sein, ne? Ohne Platter gibt es kein Kind. Kann man so gefährlich sein hier? Der ist ja wirklich so ein Baby. Der hat es ja immer gut gehabt. Der ist ja aus der Monarchie, ist es ja schon bei dem. In der Generation. Das stimmt, über drei Generationen jetzt. Dritte Generation. Wenn ihr ihn wegpitcht, ist der nächste da. Nee, der hat keinen Nachkommen. Oder ich glaube, der hat einen Sohn, aber ist noch kleben. Irgend so ein Scheiß. Aber von war das nicht irgend von der, wo die er hat umbringen lassen? Oder? Dann wäre irgend so ein Scheiß Onkel oder so Interimspräsident wahrscheinlich. Das ist hier auf immer weg. Das ist eigentlich ja eigentlich so ein bisschen größer. Zieh mal einmal die Bremse zwischendurch. Einmal die Bremse auf 10 am Hügel. Dann viel später.
da ist auch ein Gott. Das ist wieder los. Ja. Hilfe! Ja, ich Hilfe hier, ja, ich Hilfe. Setz dich mal hier hin, dann siehst du das. Silbernagel gibt es das nächste Mal was Nettes in der Aktion. Das war die Unterlagen. Das war so ein Typ in der DDR. Und der hat sämtliche oder 1100 Unternehmen angeschrieben. In der DDR mit einer Reklamation. Also über irgendeinen Artikel, der eben hergestellt wird. Also vorwiegend eben auch Lebensmittel und
Reklamation gegessen gewesen wäre, dass die angeblich, dass die bei Reklamation darauf eingehen, also die mussten darauf eingehen und mussten das irgendwie mussten eine Rechenschaft ablegen. Dann hat sie mir jetzt in den drei Ordner gezeigt mit den Briefen. Das war völlig irre, da gibt es eine Vorgeschichte. Und zwar hat eine junge Frau auf einer Auktion den ganzen Posten ersteigert und hat dann ein Buch rausgebracht. Und damals war die Buchbesprechung auf Sat. 1 und dann waren die da am Kühlern. Und dann ist der Typ, der das alles gemacht hat, ist dann da drin. Was machst du denn da? Salabe. Also alles. Lange kompliziert. Mädchen für alles. Yes. Außer für Platte reichen. Doch, das war ich. Ich hätte ja da manchmal auch nicht. Wenn es die Zeit erlaubt, aber eigentlich ist es nicht. Wie ist das mit Weiß? War dir nicht gleich mit nächster Runde? Nein. Silberstunden machen wir. Ach, sorry. Silber. Machst du lieber Überstunden? Lieber ist. Hier noch ein bisschen und dann bist du so halb bis zwölf zu Hause und dann ist einfach nur noch abgeklappt. Irgendwie tot. Mein lieber Fleck ist 20. Das kannst du mir nicht machen. Wie lange machst du das schon? Jetzt ein Jahr, denn seit ja? August. Ich habe jetzt Anspruch auf ALG1. Wenn alles schief geht, habe ich Anspruch auf ALG1. Hatte ich noch nie. Das ist schon gut. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alles richtig gemacht. Puh! Cool, tipps ja alle. Und ist das anstrengend? Ist das anstrengend? Ja. Ist ja nicht wie eine normale Sozialarbeit hier. Das ist alles, glaube ich, in seiner Art. Das ist das, was ich hier mache. Ja, aber da hast du ja den extremen kulturellen Unterschied hier. Ja, das ist natürlich. Also das ist ja, ich weiß nicht, sag ich mal, ein arabischer, gibt es ja auch Sozialarbeiter, wie ist ein arabischer Sozialarbeiter auch genauso pädagogisch ausgebildet wie ein deutscher? Oder ein europäischer? Also wo die ausbilden? Wenn er dann auch aufgewachsen sind, dann kann man studiert haben, aber. Gibt es denn überhaupt? Gibt es überhaupt in arabischen Ländern eine Fakultät für Sozialpädagogik? Vielleicht sollten wir mal hingehen, wir können dich ja anmelden. Als Siebenjährige. Einfach, bis dann. Danke, vielen Dank. Als 17-Jährige. Melde dich alle als 17-Jährige an. Hast du mir das erzählt? Damit sie als Minderjährige. Dann haben sie besondere Vorteile. Der älteste 17-Jährige, der sich mal angemeldet hat, war 36. Bis jetzt 13. Das haben sie dann mit einer Knochenanalyse. Mit einer Gewebe, Knochen, was weiß ich, den gibt es ja noch Untersuchungen, die kostet 4.000 Euro. Und der festgestellt, Mensch Junge, du bist keine 16. Weil dann gibt es besonders, also dann haben sie wahrscheinlich alle Rechte, alle Frauen, alle offen. Dann bist du noch minderjährig. So. Um Gottes Willen. Das ist ein Baby. Das ist ein, ja, soll ich das kaufen? Nein, danke. Nein, danke. Ich hab doch keine Ahnung davon. Mann, du bist doch krank, Mann. Schade, schade. Laut ist es. Laut?
Ja? Jetzt ja nicht mehr, was? Jetzt ist es leiser. Nicht mehr. Das ist vorbei. Aber ich stand nicht, ich weiß. Warum dreht denn ja so lange nach? Na, Dennis? Der Rollstuhlfahrer? Nee, ja, nee. Wenn er so weitermacht. Test gemacht, wie lange es dauert, was zu verschenken über eBay Kleinanzeigen. Mhm. Abgeholt war es nach exakt einer Stunde. Ist nicht bei dir. Echt? Was hast du verschenkt? 15 Fahrräder. Echt? Ja. Ich mach das mal wieder. Stunde, das ist so schnell. War das, nach 8 Minuten hatte ich schon 10 Nachrichten. Und nach 3 Minuten waren schon 5 Nachrichten. Jubel? Jabo. Jubel Jabo. Vielleicht keine. Adrian. So, Challenger. Komplett. Hier sind wir. Ja, ich besuche heute Tommy. Oh. Und was meinst du, wenn der... Ja, das kommt drauf an. Wenn ich meine Socken verschenke, ein paar? Was wollen wir das machen? Gebraucht oder nicht gebraucht? Gebraucht geht schneller. Ja. Hey, Globo, das darfst du nicht. Globo, die werden rausgenommen. Y todo el tiempo era como trabajar un poquito para que ellos se vean. ¿Qué pasa con el desfile? Achso, ihr habt schon gehört, du hast Zeitung Hütten gehabt, oder? Tommy hat geguckt, da war auch keine drin. Nee, ich hab ja nicht auch, ich hab die selber auch. Ich hab mal geguckt, war keine drin. Ich hab extra wieder mitgebracht, ja, war schade. Die Zeitung ist weggeflogen. Ich hab heute mal extra anheuer, da hier Kinder sind mir echt gegeben. Aber, war nicht drin. Wenn du nur machen kannst, du auch selber, wie gesagt, die Zellerin anrufen und aufführen. Ich will nicht suchen, ich will nicht eine. Ich kann schnell gehen, kann auch nicht so schnell gehen. So interessant, wie schnell ihr das Haus losfahren wollt. Du musst wirklich aufpassen, wo du dann das machst. Ja, ja, ja. Ja. Hm? Kannst du auch privat immer kommen, wer mag das Scheiße, der will auch was verdienen. Wa?
ja noch zu da. Welcher? Dein Freund da. Der macht später erst auf. Ja, so. Dann muss deine Papiere machen. Sag mal, Tommy, hast du Bananenkartons? Winter, weil am Schottmann waren sie dann sicher von FKK was weggenommen haben, wisst ihr? Tommy, hast du Interesse an den Büchern? Hast du die lieber angeguckt? Ich hab noch angeguckt. Soll ich dir die da lassen? Mal zu Lieder und die alle, da haben die was übrig. Ich wollte mal gucken, ob wen den Zilt, der ist ja nicht da. Komplett voll gelogen ist. Hallo. Ich bin nicht gesprochen.
Das ist aber nett. Schon mal alle, weil die vier sind. Hast du den Rückgang hier? Guck mal. Der sieht sehr aus wie die Negerkalle. Ecke. Wolfgang Hempel, da ist er ja aus Tempelhof. Ne? Ja. Ich wohne da ja in Tempelhof. Ja, ja, ich wohne ja nicht in Tempelhof, ich wohne ja in Köln. Was? Ja, das ist ja bestimmt aus Datenschutz. Eine Tarnidentität. Ach so. Oh, Kinder. Ja. Aha. Also, ja. Sollte es eventuell funktionieren. Kann sein, dass man die Prozedur noch mal wiederholen muss, aber... Ah, er kommt. Deine Puppe hat jetzt noch alle gewohnt? Thank you.
Oh Mensch, oh. Ich weiß nicht, man weiß nicht, was da drin ist. Hier dran? Kaffee. Und Plastik. Geschenk. Moin. Lampe, die hat er denn hier ausgesucht. Lachen, ja. Peitsche, hier Analweitung, Harnhörnweitung, sowas. Platz für alle Körperöffnungen. Ei, ei, ei. Nasenlöcher, Ohrlöcher. Ist doch Black Hole. Warum funktioniert das nicht, Wolfgang? Das gibt nicht. Ja. Ich ohne. Äthiopisch. Ja? Da muss Hammerplatz an der Tankstelle, der hat ja auch zum Kerzen. Hammerplatz an der Tankstelle? Naja, ich glaube nicht. Ach, stimmt. Da hast du auch sowas. Gemeinschaft. Nee, brauchst du nicht. Ich mach mal nur die Dings davor gleich noch. Kein Funke. Kein Funken, keine Ahnung. Ja, ist nicht schön. Ja? Was ist denn da hingelegt? Oh. Bis gleich. Ja, bis gleich. Na, hoffen wir mal, dass das. Ja, hoffen wir mal, dass das. Dass das daran liegt, an der Kerze nur. Das wäre ja sehr einfach. Ja, dann ist da eine Arschkarte. Andersrum. Ich wollte mal testen. Ja, ja. Ich habe ja keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Ach so. Wo ist dein Lieblingssohn? Der ist nicht da. Mann, ey, der ist doch top, oder? Der hätte das, wäre was für ihn gewesen. Ja, Mann, ey. Der Roller ist bei mir, geht der Roller? Der Roller ist gut, ja. Naja, nicht der Roller, sondern die Arbeit wäre was für ihn gewesen. Hätte er wieder was gucken können. Gut. Das klaut keiner. Ja. Hoffe ich.
Ja, wir hoffen mal. Meine Güte, das ist ja was. Mächtig gewaltig. Drei Zuschauer, ich werd verrückt. Ist ein New Rekord. Und das in einem leeren Kellerloch. Hingefallen ins leere Kellerloch sind sie. Wissen nicht, was sie hier sollen. Sind total schockiert. Was ist das denn für ein Scheiß? Die drehen ja am Rad. Und wir sind zeitversetzt ohne Ende schon wieder, oder was? Na, passiert nichts. Da passiert nichts. Nee, oder? Hallo? Ach, kommt jetzt. Wie viel Versatz haben wir denn? Ich komme jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ja, 10 Sekunden. Ja, 10 Sekunden Latenz, das ist sehr potent. Der Wolfgang sitzt da draußen ganz schild und stumm. Der Basti kann sein Lied. Stimmt so. Wenn man ab und zu mal unverhofft um die Ecke schmult. Schützblech defekt, Schützblech ganz. Oh Mensch, das muss ja eh noch wieder hier. Teilweise ja nicht vorhanden. Das funktioniert halt nicht. Wenn ich da Geld für bezahle, dann möchte das stimmen. Ganz einfach. Also wenn er das jetzt umsonst gemacht hätte, als so, ah, ich stelle mich mal vor, ich bin der Neue, ich bin der Cutter. Ich kann nicht hier was. Ich zeige euch das einmal und beim nächsten Mal können wir über Bezahlung reden. Dann wäre das ja in Ordnung gewesen. Dann hätte ich gesagt, ja, tut mir leid. Leider nicht geklappt. Wir haben heute leider kein Foto für dich. Ja, ja. Ja, er kann das ja machen, das ist ja kein Problem. Bloß schade ist natürlich, dass er jetzt auch weg ist. Ja, gut. Der hier oben ist da raus, ja. Da die Kinder. Ja,
Ja, ich habe ja auch nicht so viel. Ich habe ja Jacken hier eigentlich. Ich mache das ja alles aus einer Tasche hier. Sei mal so gesagt, die Leute reden ja schon, sagt der Wolfgang. Was meint die Leute reden ja schon und fragen ihn schon immer. Hat er denn so viel Geld her, um das alles zu machen hier? Ist er halt nur Hobby? Ja, hat er nämlich ja nicht. Ich habe ja nicht so viel Geld. Und schön sind sie noch so viel eher. Jetzt war ich falsch, was eigentlich jetzt wieder hinrückt. Ah. Mensch, Thomas. Mann, ey, nee, bin ich auch nicht. Weil ich auch an zwei Fronten hier. Da. Frontenkrieg ist eine schlechte Sache. Da. Völlig unkonzentriert. Der Tommy hat ja kein Geld. Meine Frau weiß ja nicht, wie sie Schulden aufs Konto decken soll. Weil der Tommy 350 Euro für irgendein scheiß Video zum Schneiden bezahlt, weil der immer nicht geklappt hat. Ja, alle anderthalb Jahre jetzt. Das ist ja ärgerlich. Ja, blöd, ey, für Video. Das kann ich mir nicht leisten, sowieso. Mann, aber es muss ordentlich geschnitten werden, fertig raus. Vielleicht kriegt der gerade einen Cutter zu, ja. Er hat sein eigenes Ding zu tun. Wolfgang will die Frauenwelt hier noch immer machen. An der Straße fällt schon wieder die nächste Folge. Ich glaube auch, es ist eher andersrum, aber in dem Fall. So ein attraktiver Junge! Mensch! Kommst du doch mit, Mäcklein? Was war ich stolz auf ihn? Damals im Stalingrad, als er hinter den Maschinen gewehrt, die rote Pest aus dem Osten in Flugzug. Das ist eine Katastrophe. Ja. In 50 Jahren. In 50 Jahren. Ja. Sie kennen doch meinen Arm, komm, den alten, der schon hier war. Jetzt renne ich von links nach rechts wegen dieser Scheiß-Tastatur. Aktiv, ja. Ja, 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 ja.
So ein Scheiß! Oh. Fisch. Fisch. Auch nichts. Du hast ja einen Offert an mich. Ja, eigentlich würde ich sagen, also ich benötige es nicht. Wolfgang, brauchst du ein Angelvehikel? Hat er noch diesen Fahrradanhänger hier noch dran? Guck mal. Ich hab drei Stück. Was, du hast drei Stück? Im Jagen. Echt jetzt? Davor? Das ist selten geworden eigentlich. Nee, noch andere Sorte von dem Missbräukchen. Wieder mal, das ist der beste Verhandlungspartner. Der gibt dir 5 Euro. Was, für den Ding 5 Euro? Was? Nee, braucht kein ernstes Angebot. Der Ding ist doch nicht mal Euro wert. Das wäre doch was für ein. Oh, Wolfgang, du toppst ja alles noch. Da sagt man 5, ja? Und du sagst, das ist noch nicht genug. Das ist ja unglaublich. Ja, haut mal hin. Ist das nicht was für seine Sicherheit? Ja, vielleicht. Ja, also 30 Euro. Das wäre erst mein erstes Angebot. Okay, für ein Andi. Musst du aber nicht machen. Der Andi muss immer noch Kredit bei mir kochen, deswegen, wenn ich den mit 35 weitergebe, dann ist das schon. Also 50 war eigentlich nur der Kreise. Das bestimmt das Ding ist jetzt nicht im Top-Zustand, aber das ist auf jeden Fall, die Dinger werden für 120 Euro, wenn die jetzt besseren Zustand sind. Hier in Berlin, ja, da hast du recht, genau. Ja, einmal schweißen müsste man den nach vorne. Da vorne genau, das ist ja schon mal geschweißt. Ja, stimmt, das ist... Wert für mich gut schon. Nee. Was war der Preis? 30. Nein, also das Depot steht bei 30. Möchte noch jemand mehr? Nee, ich bitte ja nicht. Ich das für so eine Scheiße. Thorsten, du wolltest noch mal einen Hänger haben. Habt ihr zufällig mal einen Filter? Hä? Öffentliche Hängerversteigerung. So Jungs, Gebote. 25. Nee, wir waren ja schon bei 30. Also ich habe dann gesagt, 50 war eigentlich meine Mindestzahl. 30. Er will 50. Thorsten ist raus. Da muss man ihm zeigen, ey. Ist etwas schief. Ja. Also, naja, wie gesagt,
dann müsst ihr aber los, das mag alles sein. Die bei Kleinanzeigen kann ich dir echt empfehlen. Das, ja, das ist aber, das dauert nicht alles zu lange. Also dann habe ich wieder so, dann steht das wieder irgendwo, wenn man meinen Namen im Netz eingibt, dann steht dann oben als erstes immer diese Anzeige. Ich mag, sage ich gar nichts mehr mit eBay, weil da irgendwie meine privaten Scheiß. Du sollst nicht dich verkaufen, du sollst den Scheiß Sänger verkaufen. Das ist wirklich so. Mensch, du wirst ja nicht, dass du immer alles. Seiner, weißt du, jedes Mal, wenn man meinen Namen eingibt im Internet, landet man auf diese scheiß eBay-Anzeigen von mir. Da steht dann drin, welches Möbelstück ich verkaufen will. Das ist nicht schlecht, da hast du aber gut bezahlt. Nee, das ist ziemlich nicht. Lager durch, oder was? Kaputt, sagt der Hafen. Lager sind durch. Kugel kaputt. Da vorne ist es gebrochen. Naja, ich hab einzig geboten, ist schon in Ordnung. Jetzt hör doch mal auf, 30 sind schon gut dafür. Hey, Zustand wird so 120. Was wird das denn hier, ey? Nutschi, Nutschi. Guck mal, das sind wir ja schon unterhalb des eigentlichen Preises. Ich biete 31. Na also, na bitte, es geht voran. 31 Euro. Ich erhöhe auf 32. So, 32. 32. Zweites. Und zum? Nein. Na, wir geht ja auch zurück. Du kannst es ja entscheiden. Zurück heißt zurück an dich. Auto verkauft Auto heißt Verkauf. 32, Dennis, du bist noch im Rennen. Bietest du 33 Euro? Bietet jemand mehr als 32 Euro? Und ein Nein, das ist nicht nur in einer Schritten. Geht nur in einer Schritten. Jetzt hör doch mal auf zu meckern. Der ist immer so laut, wenn der meckert. Na, er zentriert sich jetzt gerade. So, 32, Dennis? Ich bin raus. Ach, Mist. Na ja, 32. 33. Ist eine Bierzahl, Schnapszahl? Nee, was ist das? Schnapszahl. Triebzahl. Triebzahl, richtig. Keine Primzahl. Was ist eine Primzahl? 3 zum Beispiel. Eine Primzahl, die nur durch sich selbst und durch 1 teilbar ist. Ne? Ich brauche keinen Baum. Ja, kriegt schon noch was. Ja, weißt du, ich bin eigentlich Produktdesigner, aber normalerweise ich verwende das immer um meine Percussion-Instrumente. Also das ist. Was die Seinchen tut es mir wirklich weh, das heißt. Das ist ja auch sinnvoll. Wenn es für dich sinnvoll ist, dann. Nee, aber ich hab nicht gemacht. Ja, das will ich auch nicht ausnutzen, aber ich kann dir auch nur sagen, wenn ich sage 30 Euro, 31 Euro, dann ist das einfach ein. 14, ja, war ja, du machst eigentlich bei 80. Ja, nee, ich hab nur gesagt, normalerweise. Ich darf dich erinnern, du warst eigentlich bei 80. Wir würden Schrott, ey. Ist doch so. Ja. Und was kriegst du auch bei vielen zum anderen? Die war hier nicht paar Euro mehr aus, und die kommen mit dem Hänger. Ist noch unten. Hänger ist noch Bauch. Wenn ich da mit einer Jaden rauskomme, der lache die mehr aus. Also Hänger habe ich genug, wenn es um Hänger geht. Hänger ist eine Hose. Ich habe nicht gut genug hier, sondern ja, das ist jetzt so cool. Du hast ja auch schon 3. Ja, na klar. Ja, für die Platte zum Abdecken. Ach so, ich weiß. Öffentliche Auktion hier. Keiner mehr. Bitte keiner mehr. Ja, 35. Nee, komm, jetzt lass bleiben. Dann nimm mit, um Himmels Willen. Das nimmt mir nur wieder Platz weg. Das ist. Oh Quatsch. Wenn wir schon ran sind, dann richtig, oder? 80 angefangen, 50 war. Nee, ich brauche ihn auch einfach gar nicht. Ich brauche ihn gar nicht, tatsächlich. Ich muss es wirklich. Das wäre echt für alle. Ja, war vor und da, wenn ich stark versucht, dich anzusuchen. Naja, mein Telefon war so alle. Ja? Ja, irgendwie so. Ich hab schon telefoniert. Ah, okay.
38. Hat er irgendwie gebraucht oder was? Ja. Gut, Hummer jetzt, ja. 35, ja oder nee? Sei nicht so. Sei nicht so und sag ruhig nein. Jetzt kommt er ja. Ja, bitte. Ich muss ihn nicht haben. Ich habe keinen Bock drauf. Das dauert mir zu lange und alles. Das aber eBay Kleinanzeigen dauert ja nicht lange. Nee, genau das dauert. Weil. Man vorhin den Test gemacht, eine Stunde hat gedauert. Ja, gut, kommt drauf an. Guck mal, wenn der jetzt irgendwo in Reinickendorf. Bis später. Wolfgang, bis dann. Tschüss. Bis der Luft der Soße nach Reinickendorf holt was ab. Nee. Möchtest du ihn, du musst ihn nicht verkaufen, okay, ohne Quatsch, ich möchte ihn nicht unbedingt haben. Das ist wirklich nur, wenn du 35 Euro jetzt brauchst, gebe ich ihn wieder für. Das ist okay. Okay. Ansonsten nicht, dass du jetzt denkst, oh, ihr habt mir gedrückt oder irgendwas, will ich alle gar nicht hören, ich brauche den Ding. Aber das ist schon zu gehen, das ist eigentlich auch wenn das jetzt nicht. Natürlich ist das eigentlich gut. Ist doch alles in Ordnung. Wenn ich den für 35 Euro kaufe, würde ich ihn ja quasi ohne irgendwelche Zutun, müsste ich ihn ja schon für 50 so verkaufen können. Das muss ja auch gerechnet. Bei 15 Euro für den Chef, Angel und Verkauf, muss man ja so irgendwie verdienen. Das ist hoch, ich dachte, das ist nee. Ich kann ja manche Wochen, das hätte ich nicht alleine gesagt. Ich rede einfach mit dem Ding, ich würde jetzt weitergehen. Deswegen versuche ich, weiß natürlich nicht, das ganz so helfen, weil ich nicht alles reinstellen kann. Kriegt wieder irgendwie, aber dauert einfach noch. Aber wenn du nicht gesagt hast, dann gibt es eine andere, die mir eventuell ein paar Tage wieder zurückkaufen kann. Wenn du in zwei Tagen kommst, kannst du den Schuh noch zurückholen. Das ist auf jeden Fall ein geiles Angebot. Mal gucken, ob ich das in zwei Tagen nehme. Innerhalb der nächsten zwei Tage wird Andi bestimmt keine Zeit haben. Weil, wie gesagt, das ist, ich bin echt total im Einer. Ach so, okay. Ja, ja. Das ist gut, Junge. Ich habe es meine Gläubige ein, ich glaube, wir sagen wir mal hier bis zum Wochenende, ja? Das ist ja deine Ordnung. Ich will das nicht, weil ich bin ohne Scheiß. Ja. Das ist einfach nur. Ich mach das jetzt für Andi, ein Kumpel von uns. Ja, der ist sicherlich bei dir, aber nicht bei dem, weil ich euch aber selber. So hat er mal seinen eigenen Ding. Oder einen meinetwegen Abstatter, bei mir ist mir auch nicht halb. Ja. Und wenn du sagst, du hast jetzt irgendwie bis Samstag hin. Am Sonntag wird er ihn brauchen. Okay, also Montag wäre zu spät quasi, oder? Eventuell, natürlich. Wer bis dahin sich meldet oder so. Aber, warum? Ja, ich probiere es mal, weil ich denke, dass in den nächsten Tagen mein Millionärskumpel in mir vielleicht eventuell ein bisschen was leid. Den kann ich nur gerade nicht erreichen. Wer ist denn dein Millionärskumpel? Kannst du mir den mal vorstellen? Nee, bringt nichts. Da kannst du dich kaputt reißen dran. Alter, Schulkumpel ist ein bisschen Erfolg. Nee, da geht's ja nicht um 35. Nee, der hat hier den Hänger und ich hab geguckt, der ist einfach so, dann damit wahrscheinlich. Nee, der hätte mir dann halt an die 40 Euro in die Hand gedrückt, wenn ich den erreichen könnte. Das ist jetzt nicht das Problem, weil er jetzt andere sind. Ja, okay,
mal gucken, vielleicht kriege ich das hin, weil ehrlich, mir tut es richtig weh. Auch wenn das jetzt nicht das tolle Ding sind, mir tut es richtig weh, weil meine Pongas, weißt du, damit zu transportieren, war echt easy, weißt du? Konnte man immer überall hin, also ohne Auto, weißt du, ist halt echt cool, wenn du dann so... Also bis zum Samstag, ja. Abend ist es auf alle Fälle möglich. Das ist wichtig und Sonntag, da wird ja auch Montag. Ob ich bis dahin, heute war er schon da, der kommt halt normalerweise einmal. Also, ich war schon. Kommt halt am Montag, sagst du schon. Was sagst du denn zu den Kollegen? Der ist auch voll auf irgendwas. Der ist auf irgendwas drauf, wa? Ja, auf jeden Fall. Der hat einen Abgang gehabt. Ja. Der war gerade am Abspitzen. Ja, ja, irgendwie. Der kommt nicht wieder. Weder am Montag, noch am Dienstag, noch am Mittwoch. Der kommt nicht wieder. Scheiß Drogen, ey. Ja, nicht schön. Ja. Einmal drin ist schon wieder raus. Ja, habe ich auch so gedacht. Also irgendwie. Also bis der hat. Ja, der. Bis der Luft jetzt direkt. Hier vorne an der Brücke und. Opium. Willst du ja auch nicht sein? Nö. Nee. Was? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kenne mich mit Drogen nicht aus. Ach hier. Hä? Heroin. Heroin. Also das, was ich, also ich hole, das, was hier halt Heroin ist, ja. Ja, nee, Gott sei Dank. Nicht so mein Ding. Blech. Ich nehme eine Bananenmatte. Ja, bitte. Oh, alles gut. Oh Mann, ey. Mann, der war da schon am Schwitzen, ey. Den siehst du nicht mehr. Der kommt nicht mehr in seinen Beruf. Der pumpt seinen Millionärskumpel an. Ja, das macht er aber auch nur zweimal. Gibt da 100 Euro und läuft glücklich damit davon. Einen halben Tag später ist er wieder da. Ja, vor allen Dingen, normalerweise gibt es ja so entweder am 1. oder am 15. Geld, war oder am 28. Aber gut, wenn er freischaffender Künstler ist, dann... Ne, was hat der gesagt? Das ist der Produktdesigner. Hat der Produktdesigner. Na, nicht, ja, wenn du drauf bist, siehst du nicht mehr so aus. Na, kommt drauf an. Ja, wenn du frisch drauf bist. Ja, aber ey, hör auf, ey, ich hab die totalen Leichen da... ihr sehen, und das waren Luxus-Koks-Leichen in den 90er Jahren, Mann. Da war das Koks ja noch ein bisschen besser. Qualität voller. Ja. Als was sie heute hier sich alle schnupfen. Ja. Ah! Ja, das ist, tja, weiß ich nicht. Ich bin ja da schon lange nicht mehr mit zu tun, aber ich glaube, das gibt da nicht mehr Jute. Na, aber wisst ihr ja selber, dass das damals was anderes war. Hat ja auch was anderes gekostet. Natürlich. Mann, das hast du den ganzen Tag, hast du ja so was, ne? Immer wieder kommt so einer vorbei und irgendwie... Schraube, Mutter. Die Hunde. Mutter. Mutter.
Ja, aber eine Mutter, Mutter. Mutter. Nicht das. Mutter, normale Mutter. Kleine Rot. War nicht? Und eine Scheibe. Und eine Scheibe. Warum nicht? Klar, was ist mit dir los? Ich hab nie gesagt, dass wir ficken wollen. Hab ich nie gesagt. Ja. Scheißegal. Was hast du denn hier? Moink! Steht doch alles falsch, nehme ich auch nicht. Ja, Carsten hat mir Kinderbücher mitgebracht. Wollt ihr nochmal eine Kinderbuchvorstellung machen? Mhm. Für die Kamera? Alte schöne Kinderbücher aus dem Deutschen Reich. Ach Gott, echt? Auch dazu noch das Seelchen. Oh. Seelchens Kinderjahre. Ja, 1919 Auflage, 9000 Stück. Von wem war das? Wer hat das geschrieben? Das ist Agnes Günther. Okay. Die Heilige und ihr Narr. Ist wohl nicht auf dem Berg gelandet. Zur Bücherverbrennung. Deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz so teuer. Ist nur ein bisschen teurer, weil ein Kinderbuch ist. Ich weiß nämlich aus Die Heilige und die Nase ein Roman. Und wird das halt ein Kinderbuch da draus gemacht aus Die Heilige und die Nase. Mit Scherenschnitten. Wunderbar. Sehr schön. Was haben wir hier? Oh, Historie von der schönen. Historie von der schönen Blau. Das ist aber wirklich schön. Meine Güte, schöne Jugendstil-Dinger. Eduard Mörike. Na, ach. Mörike? Geflügelte Fische. Toll. Zur Schlachtenzeit. Aber ich hab den noch besser mit dem Laden, den ist ja mit dem Hütte da. Ja, das Laden. Wie findest du? Das schlägt er davon. Ach so. Ist das auch so? Ja, aber. Blödet. ETA Hoffmann. Schau mal an. Die Brautwahl. Warner. Eisen- und Stahlwaren. Das ist ein Jugendbuch. Äther Hoffmann. Weißt du, warum
Oh, nee, das will ich nicht. Waldemar Bunsels. Das ist kein Gott. Kein Gott. Hassans Kampf mit Allah. Hallo. Hallo. Ja, bitte. Naja, ich muss mal wissen, ob da noch irgendwie Luft drauf geht oder ob so. Am Arsch ist. Jo. Da drüben. Kannst du ja alle benutzen. Dort diese gelbe. Ja, verwenden. Maikiefer, das sterbende Kind, um Gottes Willen. Ja. Hm? Naja, das war damals. Könnte man das Thorsten erklären? Ingwer ist gut für ihn. Er senkt den Blutzucker. Danke. Das ist nötig. Danke. Schöne Sache. Ja, euch auch. Wenn wir haben. Dann probieren wir mal. Kann ja sein, dass der Dach wieder platt geht oder so. Ja, dann komme ich wieder. Okay. Und Volker den Rest. Okay.
Ey Gott, das ist doch eine Geschichte. Kannst du nicht dem Kind mehr heben heutzutage? Der Direktor kommt da nicht mehr ruhig in den Schlaf. Worum geht's denn da? Um das sterbende Kind. Ja, vielleicht für Krebsstationen oder so. Okay. Das ist nicht wirklich ein Uso. Da ist natürlich viel so, aber das war halt damals so. Da war Sterben vom Fieber, das war noch gängig, das haben sie ja weitestgehend ausgemerzt, ne? Ja. Ja. Krauselig. Du in Deutschland, wir sehen dich immer zu Hause in unseren Zimmern gehen. Frau, wir aber müssen über das minenumwölkte Schlachtfeld nach den Feinden sehen. Frau, wir stehen und warten auf deinen letzten Schuss und Schlag. Frau, du in Deutschland zu Hause, was tust du den ganzen Tag? Na, fantastisch. Ja, bitte. Hey, mein Untergreifen ist schlaucht. Zerscheppert! Kaputt. Zerscheppert! Ich würde den gerne vielleicht ersetzen lassen. Jo, okay. Ist der Mantel noch okay oder hat sie geknallt, weil du sagst zerscheppert? Na, es hat schon zu leicht geknallt. Also ich kann es schlecht beantworten. Ich kann schlecht beantworten. Ich weiß es nicht so gut. Also ich habe schon gemerkt, dass irgendwas passiert ist. Aber die Luft ist dann so ganz langsam erst rausgegangen. Quasi über Nacht. Ja. Also wenn der Reifen mitgewechselt werden muss, dann sind das 37 Euro. Wenn nur der Schlauch ist, der gewechselt wird, sind es 16 Euro. Okay. Und sollte der
der Mantel auch mit gewechselt werden müssen. Da gibt es doch so extra starke Mantel, oder? Was würde das kosten? Kostet 55 Euro. 39 Euro kostet der Mantel. Die sind schon gut, aber... Die sind schon gut. Kosten halt auch. Ja. Ja. Na, ich glaube, dann würde ich tatsächlich auch den guten Mantel mit wechseln lassen. Sollte der jetzt tatsächlich Schaden genommen haben. Ist schon klar. Jo. Ja. Stellst da drüben hin und dann holst du es heute Abend ab. Wann meinst du in etwa? Wie spät ist denn jetzt? Dennis, ist für eine Zeit? Ja, 10 vor 5. 10 vor 5. Ja, um 6. Um 6? Ab 6 Uhr. Ja, also wir schließen um 9. Alles klar. Hast du ein bisschen Zeit. Jo, stell's einfach an den Baum da drüben ran. Alles klar. Na dann, bis später. Bis später. Ciao. Tschüss. Frau, wo bist du nur? Ja. So, dann schiebt man mal weg nach Hause. Ein Hoch auf die Frauen. Ja. Tut mir leid, aber da kann ich nichts machen, elektrisch. Ja, aber dein Sohn. Nee, elektrisch. Außerdem hat er ja einen Schrauber, der eben das alles zusammengebaut hat. Jetzt ist da nur irgendwo ein Kabel ab oder was, aber ich klemm mich damit. Wo ist er denn, dein Schrauber? Offizielle Werkstatt? Nee, ist ja auch gute Verfindung. Achso. Der hat auch selber drei Vespa. Der macht ihn immer. Naja, und kannst du den nicht anrufen? Ich weiß nicht, aber das ist mal gewesen. Dann wird das vielleicht gleich wissen, sofort, wenn ich den Zündpunkt gekommen bin, was das ist. Vielleicht wisst ihr das. Na und aber der aus der Pflügerstraße kann dir auch nicht helfen, nee, oder? Wo? Na hier, nach Pflügerstraße. Nee. Nee, wieso? Der macht nur Simson. Na aber das ist doch alles... Der macht... Nur Ach so, Simson. Okay, aus Überzeugung. Seine, ja, ja, okay. Wenn du da kommst mit irgendwas, naja. Genau, kannst du weiter. Das geht da wirklich nicht. Okay, eine Pumpe. Ja, nimm mal. Tja. Wer war Thomas? Thorsten will euch zeigen, was er schön gemacht hat. Hier, bitte. Wer denn? Ich sag, der Dame mit seinem Wagen, der hat die Fahrräder gebracht, der kommt nicht mehr, wa? Der mir die Fahrräder gebracht hat? Ja, der ist trotzdem, der ist trotzdem. Nee, nee. Ich hab heute, Wolfgang, ich hab heute alle Räder verschenkt. Ja? Ich hab heute 16 oder 17 Fahrräder verschenkt. Alles von dir, ja? Alles von dem, alles raus, alles verschenkt. Na gut. Weg. Ich hab keinen Bock, ich hab dafür Geld bezahlt, wisst ihr? Ja. Ich hab ja bestimmt 250 Euro bezahlt. Ja. Habe ich alles verschenkt. Nee, das ist nicht gut. Das war scheiße. Wenn er einmal so eine Aktion macht, ich komme dann in Teufelsküche mit so einem Scheiß. Das ist egal, das ist egal, logisch. Nee, hat er richtig, klar. Hast ja recht. Verschenkt. Schade drum, klar. Nee. Ach Quatsch, ich glaube, okay. Guck mal, das ganze Zeug hier überall. Häng an. Nein.
Häng an! Du machst einen Kabelbinder hier. Ja. Fertig. Und was machen die Leute ohne diese? Schickt das? Na, die werden die wahrscheinlich schlachten, verwerten, was weiß ich, keine Ahnung. Halt, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ich hab gesagt, ich weiß auch nicht, wo die her sind. Die sind ja nicht geklaut, die Rehe. Wisst ihr gar nicht, die sind nicht geklaut. Aber jetzt ist halt Schrott auch. Und erstens, das belastet mich. Zweitens, weiß ich nicht genau. Für mich lohnt sich das nicht, das Risiko. Wisst ihr gar nicht, du meinst. Das ist mir zu viel. Hab ich gerade gesehen bei denen, da wisst ihr gar. Nee. Hier vorne, hier der große. Ja, da, ja. Besser. Besser, ja. Da fällt er drunter? Dafür. Nein, da muss er ja. Ja. Lass es doch, komm. Lass. Nein! Nein! So, hier, passe. Ja, mach ran dann her. Fällt ab. Wir sollen nicht was ranmachen. Ne? Lass es doch einfach, Mensch. Thorsten, lass es einfach. Ist ja furchtbar. Ich muss jetzt hier arbeiten. Auch. Nicht mich bei meiner Konzentration stören. Störe meine Kreise nicht. Ah. Moin. 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 Und? Alles gut? Nö. Alles schlecht, ey. Die Welt ist schlecht, hart und ungerecht. Mensch. Wir sind Teil davon. Was machen wir jetzt? Ja, nee, ich weiß, dass die Welt schlecht ist. Also, klar. Wir müssen trotzdem damit leben, oder? Was? Muss man doch nicht akzeptieren. Man kann was dagegen tun. Ja, meine Kinder wollten gerade ins Kino gehen, durften nicht rein. Weil der eine wird morgen erst 12. Er durfte heute nicht in diesen Spider-Man-Film. Der ist ab 12. Der ist ab 12? Du hättest mitgehen müssen. Dann ich hätte mitgehen müssen. Aber ich war jetzt auch nicht die Mama von dem anderen Kind. Das also, Problem ist... Der wird morgens. Das Problem ist bei der Sache, dass wenn die heute eine Kontrolle kriegen, kriegen die richtig Ärger. Das aber sind so nicht, harte Strafen, kann, sind wegen einer Person sind das dann 20.000, 30.000 Euro Strafe aber oder so. Wie oft wir schon in einem Film ja, ist ja richtig. Weißt du, wie oft ich im Kino war und weißt du, wie oft da eine Kontrolle war? Nie. Noch nie in meinem Leben habe ich eine Kontrolle vom Kino. Aber es ist wirklich. Aber es ist wirklich ja, ja. Wenn die da mal durch Zufall irgendwie oder irgendeiner irgendwie. Ich weiß, ich war damals in der Disco. Ja, dann ist was anderes. Dachluke trotzdem. Dann nehmen sie sich oben ja. Und dann. Ja, ab 12 haben sie den Jungen und um das 16 rausgeholt. Weißt du noch, da wurde ja Licht angeschaltet kurz. Wo und wann? In der Disco. Ja. Kenn ich wohl noch. Licht an, bupp, und dann alle geguckt. Ja. Raus, alle raus. Ja. Und dann ging es weiter für die Alten. Für die Älteren, ja. Ja, so ist das echt. Mann, na, das ist ärgerlich, ja, klar, aber so dann hast du morgen was zum Geburtstag. Ja, wir müssen im September dann, ne, halt, der geht ja dann erstmals in die Ferien und im September müssen wir dann alle nochmal zusammen trommeln. Wie, ja, ist da, kannst du morgen nicht gehen? Ja, morgen ist ja schon verplant, ne, halt. Man könnte Nachtvorstellung? Ist ja 12? Lange, schläft da ein... So gleich richtig Nachtvorstellung. Genau. Ah, wenn dann klar, 23 Uhr. Ja. Was weiß ich wann? Nee, geht los, das Spiel gibt's ja gar nicht. Es war echt ein Aufstand jetzt gerade im Kino. Echt. Also die Jungs diskutieren natürlich auch dann, ne? Also die, na, wenn sie die sehen sie auch nie ein. Ne? Ja, aber die müssen das so machen. Ja, echt, ey. Ja. Na, aber du willst auch nicht derjenige sein, das ist es ja. Ich muss es immer aus der anderen Seite sehen. Du willst nicht derjenige sein, der an der Kasse sitzt. Das ist ja ein kleines Licht, ist ja auch nur ein Mitarbeiter. So. Und der dann sagt, ach komm, geh drin. Das war früher so, konnten wir alle machen und so. Ja, und dann ist die Kontrolle, der große Kinochef da, den juckt es zwar nicht, 30.000 Euro zu bezahlen, aber tut trotzdem weh. Auf alle Fälle verliert der dann seinen Job dadurch. Wer hat denn den drin gelassen? Ah, Ticketverkäufer sowieso. Ja, das ist so. Das ist, weil die heute so einen Aufriss machen.
Das heißt zwar freiwillige Selbstkontrolle, aber das ist so. Und zum Schutze der Jugend, Pädagogik und so und Bildung, das muss alles stimmen. Das ist alles so ein Schwachsinn, das Internet ist voll mit Müll. Dazu kommt, letztens durften die, haben ihren letzten Schultag gehabt. Du kannst die als Eltern so, zum Beispiel so verklagen. Wenn du jetzt heute meinetwegen durchsetzt, ohne dass jemand was schriftlich hat, dass der heute reingeht, könntest du morgen hingehen und sagen, mein Sohn war noch gar nicht 12, ich könnte das nicht zulassen. Ja, das ist total irre. Amerikanische Gesetze, du könntest hier... Also auf der anderen Seite wollten sie eben, wie gesagt, am letzten Schultag ins Schwimmbad, hier, Columbia-Bad, haben sie nicht reingelassen, weil sie eine jugendliche Gruppe sind. Ja, aber die haben gerade Probleme, hast du gehört? Ja, ich weiß, ja. Aber echt so, die haben sich gerade so, bis zur 6. Klasse jetzt, und die haben sich gerade so gefunden, so auch mit den Mädels und so, ne? Und wollten ihren letzten Schultag nochmal, und die gehen ja dann in die Oberstufe, ne? Und nochmal zusammen verbringen. Oh Mann, ey, ist alles ungünstig für deinen Sohn gelaufen, du. Läuft nicht so, ne? Also. Ja, ich glaube, die haben so ein bisschen Vorsichtsmaßnahmen, weil sie eben eine Jugendlichen, weil die mit den Gruppen da Stress haben in Columbia-Bad. Naja, da ist ja die Columbia-Bad. Also, aber wenn du dir die Kinder anguckst, ich also weiß, das sind die gehören bestimmt andere. In die Kategorie. Also. Ich weiß. Aber das sind eben die dann die Opfer sind, weißt du? Ja. Wo dann einfach mal untergestuckt wird und das ist auch wieder, also das ist ja alles ganz schlimm. Einfach ins Freibad gehen, alle gut, am Mühlsee, wunderschön. Ja, erstmal hinkommen, ne, halt. Ja, wir waren ja, ich war ja mit der gleichen Truppe, war ich ja am Schlachtensee auch schwimmen und so, ne, halt. Das ist wunderschön. Columbia-Bad ist immer Polizei. Ja, schon klar. Columbia-Bad und Prinzen war die Bühne. Der war jetzt immer wieder in den Medien. Immer was los, also. Man kann es nicht mehr hingehen. Mega shitty. Aber so ist es. Wenn du da hingehst, dann kommst du ohne Bader, kannst du im Badeanzug nach Hause laufen. Ja, wegen der ausgeräumten Fächer. Die schmeißen dich raus, oder was? Nee, nein, wegen der ausgeräumten Fächer. Hier, zack dir das an. Wolfgang, gehst du durch, Wolfgang? Ach so, ja. Ja. Oh. Ja, dann ist ja auch. Will er die Frau nicht länger aufhalten? Ihr Sohn hat morgen Geburtstag. Ja, ich muss noch einkaufen. Ich habe vorhin schon Kuchen gebacken. Ja, noch einiges zu tun, ne? Ja. Ja. Wir gehen Beachvolleyball machen. Guck mal, das ist so, jetzt. Ja, so. Es wird immer kürzer. Aber es schleift jetzt nicht mehr drauf. Also, es ist halt. Neue Schraube. Ist schon besser, ne? Wir sind immer noch am Suchen für ein Fahrrad. Also wie gesagt, meins haben sie jetzt richtig weggeklaut. Ne? Und er braucht jetzt absolut noch ein neues Schuhen weg. Ne? Carstens, hat er die Medikamente da liegen lassen oder was? Ach Mensch, das ist ja, haben sie nicht drin gelassen. Aber ich weiß nicht, wie viel Strafe es kostet, aber es kostet richtig Strafe, wenn sie denn doch mal eine Kontrolle machen. Das wäre natürlich scheiße. Ah ja. Das
Dann ist der Typ Mode, der die Karten verkauft hat. Das ist so. Oder? Das ist ja, die sind heute strenger geworden. Sind sie richtig streng geworden, ja? Warum? Ja. Sucht seine Frau oder was? Ja? Also ich bin mit dem. Der fährt nach Hause, sagt er. Ja, für, ja, ich weiß. Ja? Wie denn? Geht das jetzt öffentlich? Hier, Kamera. Links hier. Ich meine, wenn sie für die Kinder da sind, dann können sie doch hinlassen, oder? Wer denn? Was denn? Ich Moin. Hi. Can I do one more day? If you want. Okay, cool. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ja. Your name? 16. Christine. Ollie? Sean McNamara? Cool. Christine. Yes. Mick. McCarran Tran. McCarran Tran. Schwen? What is it? Ja. Tran. Why Mac? Huh? Why Mac? What do you mean why Mac? Mac in the name. That's my wife's last name. Mac. Yeah. So one more day. Yes. Yeah. 7 euros. So the Mac is English. Sie war doch nicht mit dabei. Achso, die waren alleine. Die Kinder waren alleine. Achso, dann ist man dran. Ja, naja, das ist natürlich, das ist schwierig. Wenn die Mutter dabei gewesen wäre, dann ist das ja gut. Wegschwenden. Naja, sollte es. Ja, aber wenn die Mutter dabei ist, dann ist das kein Problem. Also, da gibt es natürlich auch Filme, wo du irgendwie mit deinem Baby nicht rennen kannst. Na klar, dann sagen sie auch, jetzt sag mal hier, das ist ein bisschen unangebracht, aber. Ja, das ist heute da, aber ich verstehe schon. Ah! Und da kommt schon wieder. Na, mein Baby? Wollt ihr schlafen? One day more, it's until tomorrow. Hello, my dear. 08. Everything's fine. Geht es dir gut? Heute vorbei ist ja unglaublich. Was macht ihr so oben? Ist Elke noch da? Geht jetzt weg. Geht jetzt weg? Das habe ich mir gedacht, deswegen bist du ja hier. Ach so, das war eine Bekannte, ja, die Lehrer, ja. Die Schwester von Marlies. Ach so, oh, ach so. Jojo. Marlies hat eine Schwester. Ach so. Nicht nur eine. Drei Schwestern noch. Also 4 Mädchen und 2 Jungs sind alle, gewesen. Alle hier in Berlin? Alle in Berlin. Oh. Mittlerweile nicht mehr alle in Berlin. Aber doch, die Schwestern sind alle in Berlin. Ja, okay. Berlin Sisters. Aber keiner kümmert sich mal hier, wa? Keiner kommt mal, wa? Na, die haben ja selber zu tun. Also kannst du auch nicht. Nee. Das ist ja nicht. Das ist ja. Wo sind denn jetzt? Wo habe ich denn jetzt die Dinger?
Ach hier. Weißt du, die haben ja selber alle Kinder und so. Also, mittlerweile. Nein. Mittlerweile haben sie alle selber Kinder. Ja, das ist das, ja. Und da müssen sie sich selbst ein bisschen kümmern, um die. Also, die haben schon zu tun. Das ist so in Ordnung so. Der Sohn kommt ja nicht mal, wa? Ach, mein Sohn, ja, okay. Was, wieso denn? Weil ist. Ist schon okay. Geh mal. Der Sohn hat schon lange nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich habe meinen Sohn auch schon lange nicht hier gesehen. Ja, das ist alles ein bisschen traurig, wa? Das stimmt. So, da hast du, manchmal hast du recht. Manchmal habe ich recht, das stimmt. Ich meine auch immer, ich meine, gut, ich will ja, wie geht es wie da, da alles durch an, ja. Aber ich meine, wo es, wenn man die Geschwister hat, man sieht hier wenigstens eben einen Monat oder so was, ja. Hm, über euch oder was, man wisst es nicht, ja. Ist alles nicht. Ist ja alles schön und gut. Aber ich meine, ich habe jetzt eben Monat, den sieht man fast gar nicht. Ja, aber den hast du noch, ja? Ja, klar. Ja. Ja. Mensch, Wolfgang, wir sehen uns jeden Tag. Ja. Mehrmals am Tag. Ja, darf ich weiß. Ach, das ist ja fast mehr Familie, wa, als ja, die Familie. Das ist manchmal schon ein bisschen komisch, denn. Ja, das ist ja so komisch. Ja. Wenn ich freue mich, dass ich Unterhaltung habe, so, versteht man, ja, anders ja, ja. Sehen, ja. Aber du. Aber, was? Aber die Familie will man ja manchmal auch sehen. Auch sehen, ja, wie bei dir, ist ja klar, logisch. Da hast du doch die Schwester, hast du doch Bruder vielleicht noch oder irgendwas, wie es liegt, ja, kann mehrere Verwandtschaften. Wenn du im Wurst hast, dann kommen die bestimmt alle. Ja. Ja, ja, nicht. Na, ich nicht. Also ich hab keinen, ehrlich gesagt. Bei mir kommt keiner. Nee? Nee. Also ganz ehrlich, bei mir, der Tommy hat keine Verwandtschaft. Ja, da kommt also zumindest keine Verwandtschaft, die das interessiert. Ich habe mir ja meine Verwandtschaft selber geschaffen. Ach so. Meine Kinder, die sind da für mich, meine Frau ist für mich da. Ja, das ist alles schön. Das reicht dann auch. Wisst ihr, die anderen können ja gerne kommen, wenn sie ehrlich meinen würden, aber ich glaube, wie gesagt, da möchte keiner Kontakt haben. Also, dann kann ich mal denk mal, du musst dann wissen, wie du aussiehst, wenn du wieder lebst und so, gehörst schon. Vielleicht bin ich ja auch mal ein Arschloch gewesen, das weiß man ja alle nicht. Ja, ich bin sowieso schon, ja. Guck mal, ich kenne das Spiel schon, ja. Ich will jetzt nur sagen, wie Arschloch, weil du ja früher mal Ossi warst, ich weiß. Weil ich früher Ossi war? Nee, du weißt, ich meine, was ich meine, ja. Andersrum, das sehe ich jetzt. Du hast so gut mit sich in allem und so. Jeder hat auch seine Vor- und Nachteile. Genau. Ja, und damit muss man leben. Einfach, wenn man ein toleranter Mensch ist, kann man das. Wenn man das nicht ist, dann zieht man sich zurück. Ich bin ja immer dafür alle. Also an mir liegt es nicht. Gerne können die alle kommen, aber ein Wildkinder. Also wirklich ein Wildkinder. Ich bin der Letzte, der irgendjemand verbietet, irgendwie zu kommen. Nee, das ist klar. Sagen wir jetzt mal bei anderen unter uns, Biele. Unter uns kannst, ist ja nichts hier, das musst du wissen. Hast du Ahnung von Schleifen? Hä? Oder so, ich hab mir gestern mitgebracht, so eine Kattenschere, eine Rasenkattenschere. Weil du mal guckst, ob du was schleifen kannst. Schärfen? Nee. Weiß ich nicht. Also da musst du mal Dennis fragen, weil der hat Ahnung vom Schärfen. Ich kann mich vergessen, die Frage. Eine Rasenkattenschere ist das für dich. So, kannst du mal stellen. Man muss dir mal zeigen. Nee, komm, morgen mal mit. Ich muss dir mal schauen, weil guck mal, das funktioniert mal frei. Ich hab sie mir mal gekauft bei Penny. Und auch nicht so gut, aber wenn ich irgendwas nicht stumpf. Ja, na klar, das ist ja auch keine besondere Qualität. Die werden ja recht schnell stumpf wahrscheinlich, oder? Ja, die stumpfen grob wahrscheinlich. Ja. Ja, wenn du mal scharfe kaufst, wenn du mal Jute kaufst, dann musst du schon deine 20 Euro ausziehen, wenn man mal Jute oder mal Jute. Wieso, was hat denn die gekostet? Okay, letzte Zeit noch 5 Euro. Für 99. Ich glaube, ein guter Schliff kostet mehr. Ja. Wolfgang, wenn ich mit dem Messer zum Scherenschleifer gehe und der mir nicht richtig gut schleift, richtig gut, ja. Ich glaube, dann bezahle ich schon mindestens 5 bis 7 Euro. Ja, ja, für eine Schere, für einen Scherenschleifer. Ja, ein Zehner bestimmt. Schlittschuhe kosten ja mehr, weil wegen dem Hohlschliff und so ein Scheiß. Ja. Also, schon der Schliff kostet mehr. Also, wenn die Rasenkantenschere 5 Euro kostet.
Du kannst ja morgen mal mitbringen, dann kann der Dennis auch mal drauf gucken. Das macht er bestimmt die Ahnung und guckt mal, ob er die Schlüppen kriegt. Ich guck mir jetzt auch mal an, vielleicht kriegt er auch die Schlüppen. Ansonsten hier. Ist doch scharf genug. Bleibst du im Boot? Du? Nee, ich nicht. Ich hab's gefunden am Straßenrand. Oh. Als ich Essen gefahren bin am Wochenende, hab ich das am Straßenrand gefunden. Na gut. Jo, fand ich gut. Hab ich damit genommen. Hat jeder selbst gebaut. Hat er aus Leimholz sich zurecht gefräst. Fand ich gut. Hab ich mitgenommen. Und meine Kinder fanden das auch toll. Wollten sich der auf den Kopf schlagen, das Ding. Hier um die Ecke, das ist eine andere Straße. Wo sie doch das gebaut haben. Sind sie hier sehen, die Stelle, wie sie gemacht haben. Das ist voll auf, die hat das so, so und so. Die Bank da gebaut. In der andere Straße. Wenn es auf Wühle ist. Mhm. Auf der rechten Seite aber. Mhm. Also damit, wisst ihr, was ich jetzt meine. Ja, ja, was damit? So. Und da ist ein Baum, wo noch ein Baum drin, der auch das Tier gemacht hatte. Mhm. Und da hat gesehen, ich bin vorhin da lang gegangen, und mein Arzt da, der ist da oben, da hat der eine so 5, 6 Meter Höhe zwischen viele Nistkästchen drin gesetzt. Mhm. Das sah gut aus. Ja, da ist es. Das sah gut aus. Ja, ich würde sagen, ich möchte gerne mit uns alle, wir wollen ja sowas bauen. Und zwar, wir wollen ja sehen, dass wir irgendwie so eine Baumstämme kriegen, sowas, oder so runde, so ein bisschen abbiegen, wie der Arm ist, von oben drin. Mit einem Fräsen und Fräsen, weiß ich meine, und unten nur so 10 cm von oben weg. Ja, das ja. Willst du machen. Und dann, ja, ich sehe, da habe ich, war doch da jemand da. Ich wollte nur mal gucken, ob du das zufällig schon fertig hast. Hab ich, musste eine neue Kette rein, weil die alte war gerissen. Deswegen ist die immer wieder bei Belastung dann runtergesprungen. Ah ja, okay. Was kostet das? 20 Euro sind es jetzt bei dir. Genau. Okay. Willst du es gleich mitnehmen? Soll ich es dir rausgeben? Ja, genau. Kann ich einfach machen, dann bist du los, ne? Ja, dann mach ich das. Wolfgang, nimm Platz. Ja. Ich wohne ja drüben, dann stelle ich es eben unter. Achtung. Das war. Deswegen hat es wahrscheinlich immer so ein Geräusch gemacht vorher, ne? Na bestimmt. Also, ich kann es jetzt nicht Probe fahren, aber im Ständer hat es einfach mal funktioniert. Soll ich das dran? Ich habe die alte erst versucht zu entrosten, echt? Aber die nicht, hat nicht geklappt. Ja. Mhm. I don't know how this happened, but the key, I don't know where it is. Like literally from when I just left here, 2 seconds ago, it like fell off. Oh. Is there you don't know where it is? It was on it. And then I drove back here, I can't find it. Uh-huh. But is there any I other? Don't have it. Okay. I'm just seeing if there's another key that can fit into this. Yeah, but find the other one. That's important. Jetzt blick ich gar nicht mehr durch. Du blickst nicht mehr durch? Nee. Du kannst ja auch kein Englisch. Das ist ja auch das Schwierige daran. Where did you lose it? I just left here, like 2 seconds ago. And then you can find it. But you should find things. I was not outside at this time. One. But it's
So, erspare man. I can try to bike back, and I don't want to pay 20 euro, obviously. Yeah, but if you find it, it's better. Yeah. I need two keys for one lock, so otherwise I cannot use it for rental. Yeah. And I'll keep it in my bag for sure. Yeah, don't leave it in the lock. It falls off. Yeah, you can put it out. So. Schreib mal kurz auf. But try to find it. Yeah, sorry about that. I literally was like, yeah, on the cobblestone. If you don't find it, then it's 20. Okay. So 20 euro? If you don't find this, then the spare key. Yeah, Montagmorgen zurück, ja? Thank you. That's it. Na dann.
Gut, also. Strebe ist dran. Kann man nebenbei machen. Zu viel gequatscht mit Wolfgang. Strebe ist dran. Bis später. Jetzt zeige ich euch aus der zweiten Perspektive auch noch, was ich hier mache. Und zwar. Konter ich den Konterring, kontaminierte Ring. Da hängt jetzt die Kamera. So. Man sieht überhaupt nicht wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt so funktioniert. Jetzt mache ich hier großartig ein Set aufgebaut und funktioniert dabei. Oh, Hilfe. Wahrscheinlich so. Ja. Ja, bitte? Guten Abend. Was ist denn mit dir los? Ich höre, du holst dir nur neue Räder und ich sehe, du holst dir nur neue Räder und das sind alle so komische Räder. So komische Räder? Wie meinst du? Hast hier eine Kamera dran? Ja, jetzt zeige ich eine Kamera dran, weil ich gerade den Ring live mich verletzen möchte. Alter Schwede. Ich möchte mich live verletzen hier. Oh, okay. Also alles mit Blut auf YouTube, ne? Ja, ist ja sowieso da. Ist ja, alles, ist ja. Wahnsinn. Ne? Wie war euer Urlaub? War ein bisschen mit dem Wetter blöd, ja, ne? Scheiß, total. Scheiß. Also das war wirklich recht ärgerlich. Also für die Kinder war das ein bisschen doof, weil das war ja auch langweilig. Freundlich. Habt ihr einen Bus oder ein Zelt oder was habt ihr? Ja, wir sind ganz dekadent, wir haben da ein Haus gemietet, ja, und das war gut. Na wenigstens. Also auf alle Fälle, also wären wir mit dem Zelt unterwegs gewesen, das wäre scheiße geworden. Ja. Die Kinder, denen wäre grottenlangweilig gewesen. Sag mal, und war dein Ältester auch dabei? Nee. Nee. Wie alt ist der jetzt? 18. Nee. Ja. Nee, hör auf. Ja. Wirklich? Ja. Oh, wie krass. Furchtbar. Furchtbar? Nein. Du hast ja wenigstens noch kleinere Kinder. Ja, na und? Aber ihn noch nicht mehr. Oh, ich krieg den nicht hier. Das, er ist ein Riese geworden. Oh, also, was heißt ein Riese? Er ist einfach alt geworden. Ach, Mensch. Er ist alt geworden. Das hört sich auch doof an. Er ist älter geworden. Ja, das ist echt verrückt. Und das geht so schnell und das ist alles. Mann. Ja, ich habe wirklich auch jetzt schon so. Ich befürchte schon, wie schnell das jetzt geht, ne? Weil mein Sohn ist jetzt 11 und ich genieße jetzt wirklich jeden Tag. Ah ja. So als Baby denkt man sich so, ein bisschen. Bisschen mehr Selbstständigkeit. Ja, ein bisschen und so, aber irgendwann. Schwupps, bist du völlig uninteressant. Ja. Die Kumpels nur noch und Mann, ich bin jetzt bei dem und bei dem und so. Ciao. Ja. Ja, schön. Ich bin ja jetzt schon uninteressant für ihn. Ach komm. Ja. Du bist doch eigentlich ein cooler Vater. Aber das wissen die Kinder nicht. Nee, aber das ist ja auch gesund. Das ist ja auch gut. Ja. Sehr bescheuert, wenn es eigentlich anders wäre. Eigentlich ja. Aber trotzdem trifft es einen immer wieder. Und man kann sich darauf vorbereiten, wie man will. Und denkt immer, selber. Ich meine, gut, ich habe jetzt nicht so das Elternhaus. Ihr habt in dem Sinne so klassisch, so wie ich das jetzt eigentlich mit meinem Sohn und meinen Kindern und Töchtern und so. Jetzt aber leben möchtest oder so. Ein bisschen bewusst. Hatte ich selber nicht gehabt so. Und deswegen. Ja, habe ich gedacht, naja, aber immer wie man es hat, will man es ja eh nicht. Ja. Ja. Aber trotzdem, ich meine jetzt mal abgesehen von den ganzen Erwachsenwerden, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, so viel, ist alles gut. Also der hat sich, ist, ja, also das ist ja auch gar nicht so, dass er das so sagt. Ja. Das ist ja wenigstens höflich, er ist ja wohl erzogen. Ja, aber er hat halt wenig Zeit, er kommt ja kaum noch vorbei. Wo lebt der? In Friedrichshagen. Ach, Friedrichshagen, naja. Genau, siehst du. Ja, nicht ganz weit, aber auch doch weit. Ne? Naja, ist eigentlich. Früher täglich die Strecken gefahren mit Fahrrad, also. Ja. Das war schon normal für uns. Ja. Ah, jetzt haben wir das. Ist das dein Fahrrad? Nee. Nö, das ist auch ein Kundenrad. Auch ein Kundenrad? Jo. Der kriegt jetzt einen neuen Antrieb. Das ist ja recht einfach hier bei dem Ding. Also, einfach wenig Teile, weil hier nur ein Zahnkranz.
Nee, was mir bei dem Rad aufgefallen ist halt, dass da alles ziemlich weich ist, das Material auch so. Und dann meinte Dennis, ja, dass du mit noch im Rad da warst, auch aus dem Internet, und das war auch so. Ja, das ist lustig, weil, also ich war mit so einem krassen Fahrrad hier, weil ich habe so einen krassen, ich habe ein ganz krasses Schnäppchen gemacht im Internet, eben für meinen Sohn. Das hat statt 1400, statt 1450, also so ein Track, Rennrad, mega leicht, man kann es echt mit zwei Fingern hochheben und so. Ja. Und das hatte nämlich Dennis in der Hand und war total erstmal so, oh je, also, und hat immer gleich erstmal so Kraft aufgewendet, und das ist irgendwie alles ganz anderes Material, ne? Irgendwie. Ja. Und meins ist irgendwie, ja, meins ist halt sehr einfach, ne? Ja. Sehr einfach gebaut. Meinst du, ich komme damit durch? Ja, wohin? Durch! Raus aus Berlin! Raus aus dem, durch den Gürtel! Ja, wir fahren ja morgen nach Kopenhagen. Mit dem Rad? Nee. Doch, wirklich! Ich fahre mit diesem Fahrrad nach Kopenhagen. Ja, im Zug. Nein! Mhm. Oh Gott, das traust du mir nicht zu. Nee, das traue ich dem Rad nicht zu. Nein. Das hat nichts mit dir zu tun. Nein, wirklich? Scheiße. Wirklich? Sagst du wirklich? Ernsthaft? Ja, das ist schon... gibt es dann ausgebaut Radwanderweg, dann ist das ja in Ordnung. Ja, ist okay. Ja, nein, dann kann man nicht machen, klar. Mhm. Aber also, also so richtige Tour, nie im Leben. Ja. Kennst du denn die Strecke? Kopenhagen? Nee, die kenne ich nicht, deswegen oder frage so, ich ja. Oder so nach Rostock zumindest? Kennst du das? Naja, das ist ja mittlerweile recht gut ausgebaut. Ja, ne? Ja, deswegen, nee, aber guck, deswegen denke ich, vielleicht kriege ich das hin, weil das halt so ein relativ... Naja, mach doch einen Reisebericht. Nimmst du eine Kamera mit? Ja. Ja, du. Klar, wie viel kostet so eine Kamera? Na, ich glaube, ich weiß nicht, wenn du jetzt eine einfache Hoodie holst oder was, 120 Euro. 120? Die hier kostet 450. GoPro, ne? Nee. Ja. Also ich bin schon total, was ich schon ausgegeben habe an die ganzen Fahrer. Nee, aber sowas ist ja interessant, auch für die Selbstmeinung. Also, das ist ja geil. Natürlich. Machst du noch ein paar Akkus dazu hier und dann machst du die ganze Fahrt, wenn du die ganze Fahrt durchfährst. Schon geil, ne? Und am Ende schneidest du ja was du rausnimmst, sind vielleicht 5 bis 10 Minuten für so eine Fahrt. Die geilsten 10, irgendwas. Da passiert so viel Kurioses, wo du denkst immer, ach Mensch, schade, haben wir jetzt nicht. Oh. Aber hast du das in Erinnerung? Ist ja, ja auch gut. Ja, das stimmt. Ganz klassisch. Das stimmt. Das ist schon witzig. Ich habe ja auch manchmal, wenn ich mit den Kindern dann durch die Gegend fahre oder so, dann habe ich einfach die Kamera laufen, die auf dem Rad vorne drauf. Mhm. Ist einfach dran, die stört der Kind, ne? Ja, du musst ja, du nicht bedienen oder irgendwas, das ist das Schöne bei denen. Ja. Machst du einfach an und die laufen. Und dann am Ende, wenn du dann irgendwann jemand anguckst, denkst du, ah, guck mal, hast du das gesehen? Nee, oder irgendwelche cool. Kuriositäten so. Ach, das ist ja geil. Oh, siehst du schon, das war zu entdecken cool. Auch. Also nicht nur so schnöden Radweg langfahren, naja, klar, das ist schon. Irgendwann hast du es übersehen. Ein Kinder guckt sich dann irgendwie 3 Tage lang an, wie du einen Radweg lang fährst. Also, ja, aber manchmal gibt es so 5 Sekunden, 10 Sekunden, 1 Sekunde, irgendwas. Weiß ich. Und wenn es nur eine Fliege ist, die auf der Linse parkt oder irgendwas. Ja, gibt es ja immer mal, wa? Ja. Oder du hast den ganzen Tag das Ding laufen und was weiß ich, von vorne ist irgendwie Dreck hingekommen. Dann hast du den ganzen Tag diesen Dreckfleck davor. Ja, oh oder Gott. Was? Gibt's ja alle. Ja, so eine ja. Sachen. Du kannst den ganzen Tag wegschmeißen quasi. Ja. Ja, Mensch, das traue ich mal alle anzufassen hier mit meinen schwarzen Fingern jetzt, aber. Ja, machst du es hier ja nicht schmutzig, meinst es du das weiße ist, Fahren? Meinst es du die Wittchen? Ist ziemlich schwer. Ja. Ich habe jetzt, wie gesagt, einmal durchgeschickt. Profi-Punkt und super. Schrauben festgezogen. Oh, super. Nochmal. Cool. Ich fürchte, als erstes wirst du mit den Griffen Probleme kriegen. Mit welchen? Mit denen? Mit denen, wegen der langen Strecke, die du fährst. Sind die so hart? Ich würde denken, die sind ermüdend. Ja? Ja, sind cool, so hast du noch andere, die ich kaufen kann? Nein, ich weiß jetzt nicht, was dir zusagt. Deswegen halt nicht. Und die Bremshebel sind eine Katastrophe. Also was für eine Ärgerung. Nee, überhaupt keine. Nee, ich weiß, das ist so eine richtige so eine Schlupsbremse. So. Ja. Ich hab, also wenn du die so ziehst, dann rutscht der quasi der Finger ab. Das ist eine Katastrophe. Also ja. So was würde ich nie auf dem Markt zulassen. Ja, krass. Das regt mich wirklich auf. Ich dachte mir, was ist denn das? Was sind das hier für Fahrrad?
Ja, weil ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass hier diese Bremsklötze so ein bisschen ungleich sind. Naja, ne, klar, aber, das bringt das so mit sich. Das ist okay, alles. Also. Alles so ganz einfach. Also eine gute Bremse, weißt du. Hast du irgendeine Idee, was eventuell so schon als erstes so passieren könnte, wo ich nicht so. Na, lass dir die Hände reinschlagen. Das wird das erste sein, was passiert. Aber das ist unabhängig von dem Fahrrad jetzt. Das generell. Naja, das ist von den Griffen, von der Haltung, du kannst ja auch nicht wechseln, das ist halt kein Reiserad, ne, in dem Sinne. Ja. Das ist ein Rad für schön, für die Stadt, wo man so ein bisschen so ein bisschen zeigen kann, Eisdielenrad, sagt man, was man früher dazu gesagt. Eisdielenrad? Ja. Hier kann ich noch ein bisschen Blumen so kannst Baguette reinstellen. Ja, am Wegesrand kannst du deine Blumen pflücken und den Korb damit schmücken. Nein, der Korb ist ja ganz gut. Oh, was gibt's noch? Okay. Naja, der Sattel, ich weiß nicht, ob der Langzeit erprobt ist. Ja, ich häng da die Bremsen finde ich furchtbar. Also wirklich, die ganze Bremsanlage, komplett von vorne bis hinten, finde ich eine Katastrophe. Ich komme dann einfach nochmal zu dir. Jetzt ist ja lieber ganz andere. Ich meine, guck mal, zieh mal den Hebel. Also zieh mal nur diesen Hebel. Und du rutschst ja auch nicht ab. Also das ist ein ganz einfacher Hebel. Und du rutschst nicht ab und das ist alles so. Ja, das ist so hart. Hart, genau. Ja. Und man hat diesen. Also hier fehlt was. Hier hinten. Diese Ausformung hier so, die fehlt. Ah, okay, verstehe. Und dadurch ist es so unangenehm zu ziehen. Also, fühlt sich einfach nicht so gut an. Finde ich nicht gut. Zumal das ist ein Zusatzbremshebel eigentlich, der hier. Mhm. Und den haben sie hier als Haupthebel verbaut. Okay. Ja, als, damit nicht anders sehe. Mhm. Ich wollte es jetzt auch nicht schlecht reden. Nee, aber das ist ein ganz. Okay. Nein, das ist völlig okay. Eine sehr wichtige Sache, die muss einfach funktionieren. Ja, klar. Der Draht, wie gesagt, das war. Darf ich mal einen Preis schätzen? Sag mal! 250. Ja. Nee, ich hab. Weniger. Nee, mehr. Was? Was? Also ohne Korb. Korb mal aus dem Feuer lassen. Der kostet ja 35 Euro oder 40 Euro. Nee, so insgesamt. Insgesamt habe ich 320. Naja, man kommt ja hin. Also Korb kostet 40 Euro vielleicht, wenn er irgendwo teuer ist. Mhm. Und eventuell ist der Gepäckträger nicht mit dabei. Der war nämlich auch nicht dabei, den habe ich auch noch dazu bekommen. Genau, dann kommt das ja hin. Ja, okay. 250. Und das ist, ist schon wenig. Für so ein Rad, also wirklich 250 Euro, ey, mein lieber Schulli. Wo du sonst immer überlegst, man, was kostet ein Laufradsatz? Naja, 300, 400 Euro ein vernünftiger Laufradsatz. Nur die Laufräder, ohne was dran. Kein Rahmen, nichts, gar nichts. Vernünftiger Rahmen, ja, also mindestens. Mhm. Mindestens. Und der ist halt immer vernünftig, 250 Euro der Rahmen. Mindestens. Das ist schon eine einfache Geschichte. Deswegen kann man keine so hohen Ansprüche. Das ist alles in Ordnung, die kann man alle kaufen, die Räder, aber man kann keine so hohen Ansprüche stellen. Nein. Und deswegen finde ich das sehr mutig von dir, am Tag auf den Wagen zu fahren. Ich bin auch total gespannt. Aber wenn du damit ordentlich fährst und keine großen. Ich fahre vorsichtig. Und das ist ja wirklich nur geradeaus. Und ja. Ich weiß nicht, ob da unbefestigte Strecken kommen, großartig. Dafür wäre es eh nicht eigentlich. Nee, das geht gar nicht. Das ist reine Stadtrad eigentlich. Ja. Ja. Probiert mal. Ja. Super. Du und ja, ich komme dann nochmal zum Auftunen dann. Nee, brauchst du nicht. Nee, lohnt sich nicht. Nee, lohnt sich gar nicht. Fahr das mal so, wird das wirklich für die Stadt einfach frei fahren, so wie es ist. Und wenn, sagen wir mal, die Bremse nachrüsten. Also das tue ich unabhängig. Ich hätte das Ding sofort gemacht, hätte ich das Ding mir gekauft angenommen. Oder jemand wäre dann angekommen, hätte gesagt, Bremse weg. Komplett. Ganz andere. Sag mal, wie viel würde das kosten, zum Beispiel so eine neue gute Bremse, so nach kleinen Gutdünken? Ich bin ja nicht der Nabel der Welt. Nein, aber. Also ich glaube, die Bremse. Diese Bremsanlage hier so alt, das wird um die 60 Euro kosten. Mhm. Die Teile. Nur die Teile. Und die Hebel 35 Euro. Mhm. Vielleicht bessere Hebel. Ja. So, dann kommen auch die Züge dazu und die Arbeit. Mhm. Aber ich muss dann ein Stück.
Ja, und dann weißt du ja schon, dann realisiert sich auf einmal, hey, hoppala, was denn da los? Das ist so ja nur Bremse, ne? Ja, das ist ja nur eine Bremse, wenn ich die Bremse so hinlege, kann ich gar nicht mehr fahren. Ja, okay. Also, wobei die Arbeitszeit ja bei so einem Rad immer nicht berechnet wird, wenn sie im Gesamt verkaufen. Die haben dann die Teile millionenfach gekauft, also dann gibt es eben die Griffe, das ist ja da so ein Schubladensystem. Also dann haben sie eine Million von den Griffen, eine Million von den Fahrradrahmen, dann wird das die noch zusammen kombiniert. Munter und dann werden 10.000 Räder nach Deutschland geschickt davon, an Stadler zum Beispiel oder an Decathlon. Mhm. Wo kommt es denn her? Und jetzt habe ich bei einem Internet. Also, oh. Nee, also ich muss sagen, ich habe das Geschenk bekommen zu meinem 40. Geburtstag vor 5 Wochen. Ich höre mal auf. Doch, ich bin jetzt 40. Das habe ich von meinen Geschwistern geschenkt bekommen. Und alle Tüte ist ein super Rad. Hätte ich die Ostern. Perfekt. Nein, ich verstehe dich völlig richtig. Das ist überhaupt nicht. Das ist auch nicht böse, meine deine Schwester nicht. Und das ist auch ein ganz, ganz netter Mensch. Das ist der Fahrrad, so wie du, mein Fahrradmensch des Vertrauens bist. Okay. Ist dieses Fahrrad von dem Fahrradmenschen. Von meiner Schwester, die in Bergmann kriegt. Ja. Und der, das ist, der heißt Redo, irgendwas? Redo, keine Ahnung. Auf jeden Fall in der Solnitzstraße. Auf jeden Fall da so in dem Eck. Redo, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der ist echt auch super nett und so. Und weißt du so, ich kenne den auch nicht und so. Ich sag mal, wirklich für den Preis ist das alles in Ordnung. Wie gesagt, man kann normalerweise ein Rad nicht für den Preis verkaufen. Funktioniert ja nicht, da würde ich ja ausflippen, wenn ich dann noch anfangen müsste, so eine Räder zu verkaufen. Und du dich nach anderthalb, zwei Jahren dafür rechtfertigen musst, warum es klappert oder warum die Schrauben jetzt schon rosten oder so. Ja, es rostet nämlich jetzt schon alles. Das ist ganz normal. Das, du, aber nach unserem Urlaub komme ich mal mit dem Fahrrad von Aki und von meinem Sohn. Ja. Da bin ich mal gespannt. Also das ist so ein krasses Bonzenfahrrad. Also ich finde, also ich meine klar, unter Fahrradfreaks ist das wahrscheinlich auch nichts so Besonderes, aber das ist echt so ein Porsche, also für mich so ein krass, so wie so ein Porsche oder so. Das fährt sich auch richtig gut. Was hast du denn jetzt bezahlt für das Rad? Für meinen Sohn? Ja. Warte mal, ich zeige dir mal das Fahrrad. Ich mache ein Foto. Das ist echt krass. Und das ist wirklich, wirklich ohne Scheiß. Also das hat echt, das hätte eigentlich 1.000 Euro gekostet, ne? Und, Ja, nicht, das sind nur so, wir schreiben jetzt mal einen teuren Preis an oder so. Ja, das gibt's natürlich, na klar, das gibt's natürlich auch, ne? Die Ausstattung musstet ja rechtfertigen und ich meine, der Dennis und Icke, wir fahren ja ganz anderes Material, weil wir ja auch schwere Klumpen sind. Ja. Dann kannst du gar nicht mit so einem Leichtbauzeug eigentlich anfangen. Ja. Aber dein Sohn. Nee, der wiegt noch nicht ganz so viel. Noch. Guck mal hier. Noch nicht ganz so viel. Das ist dann hier, warte. Hier. Ja. Ja, aber was für eine Ausstellung hat das? Das hat so Shimano. Shimano irgendwas. Ja. Aber du, ich war doch hier. Ja. Bei Dennis, warte mal. Ach so, das kam ja geliefert. Ja. Und dann kam ich hierher und dann hat. Dann war irgendwie, die Reifen waren nicht dran, also es war so halb aufgebaut. Und dann hat er das gemacht, netterweise. Und dann war noch ein anderer Kunde von euch da und dann war ich so völlig gleich so der Star hier. Weil die so, oh. Also ich meine, klar, der Dennis, der hat dann gesagt, oh, das ist ja echt alles ganz anders, das Material ist alles so weich. Und der war echt, erstmal so ein bisschen so, oh. So, ja. Aber ich kann dir, aber du wirst sehen, wir kommen dann vorbei und ich erzähle dir dann von unserer Kopf, wenn es dann völlig, ich komme dann mit den Einzelteilen dann in der Hand, komme ich dann jetzt. Nee, lass dich mal nicht irritieren, also wie gesagt, nein, ich empfehle nein, für die Reise, gut. Empfehle ich aber definitiv einen anderen Sattel. Ja, oh, okay, gut. Ich habe selber keine Sattel zur Auswahl, aber ich empfehle dir einen anderen Sattel, definitiv. Ja. Sei denn, du hast dich schon so an den gewöhnt oder so? Ich habe jetzt mir aber eine Radlerhose gekauft. Ah gut, okay, du hast ja auch eine Einladung. Ja, ich habe eine richtige Windel. Das ist Funktionsunterwäsche ist auch wichtig tatsächlich, ja. Also auch bei so einem langen Touren. Ja. Ich habe auch gehört, Regenwäsche ist so wichtig, ja, ist weil man da so krass schwitzt bei diesem Billigzeug. Ne? Ja, wenn man gutes Material braucht. Ja, ich habe jetzt von meiner Schwester, die jetzt eine ganz tolle
Regenhose, die hat glaube ich so 90 Euro gekostet. Ist ja nicht teuer. Ja, okay, für mich ist es teuer. Aber naja, aber sie muss ja mal kaufen. Ja, und sie meinte, dass der halt luftdurchlässig, aber halt Regen abweisend. Und das ist halt total cool. Das ist wichtig. Ja, super wichtig. Also von Gore Bikeware gibt es ja eine ganze Menge. Kostet die Jacke 250 Euro oder was. Aber das ist ja normal. Und die kannst du auch so tragen. Das sind wirklich gute Sachen. Wirklich gute Sachen. Ich bin da leider ausgewachsen. Ich habe ja meine gehabt, aber die habe ich dann verkauft. Aber du kannst sie auch noch gut verkaufen. Auch im Brautschlag. Ja, rennen kannst du ja, sie ja immer noch gut verkaufen. Das ist wie mit guter Babyklamotte oder ja, so. Ja, ja, Zeug kannst du immer kaufen. Cool. Ja, aber es gibt es noch zu sagen. Ja, also wie gesagt, den Sattel. Okay, Sattel, sehr gut. Würde ich mal so. Und würdest du, also, weil ich fahre vielleicht. Nein, das musst du selber entscheiden. Okay. Wirklich. Also, ob du da was Ermüdungsfreieres willst, weil das sieht zwar toll aus, das ist weiß, aber die sind recht hart. Die haben ja keinen Puffer, also das ist ja hier auch nur angedeutet hier. Verstehe. Also ich glaube nicht, dass es, und da schlafen deine Hände ein. Und das ist sehr unangenehm. Oh, okay. Ja, ich habe aber auch Handschuhe gekauft. Da. Oh gut, da hast du da schon die Puffer drin. da hat mir ein anderer Fahrradmensch hat mir gesagt, wenn man jetzt wahrscheinlich bessere Griffe hat, dann ist eigentlich Handschuh jetzt nicht so wichtig, aber er also meinte, du hast einen kleinen Druckpunkt hier, also du hast nur wenig Fläche, die aufliegt. Wenn hier so ein großes, so eine größere, so hier, ergonomische Griffe, also hier ist ja fast alles richtig an dem Rad, ne? Ja. Das ist eine größere Aufnahmefläche und auch nicht die billigen, sondern jetzt sind schon die besseren Griffe. Ja, also da gibt es auch Unterschiede, jetzt sind ganz billige, die herstellen und das sind ganz gute. Auch so, ich glaube 25 Euro mindestens so ein Griff. Und ja, das ja ist ja nur ein Griff und die kosten hier vielleicht 4 Euro oder was, aber du hättest jetzt weder Griffe noch Sattel. Nee, weil das sehr individuell ist. Ja, und weil du davon eine große Palette bräuchtest zum Entscheiden. Wenn man da mal anfängt, dann kann man ein ganz anderes Geschäftsmodell hier. Ja, genau. Wollte ich ja mal machen, Laden nur mit Sätteln aus Leder, aber ja. Das ist schon cool hier. Ja. Also nicht hier, sondern ich wollte noch einen zweiten anderen. Ja. Aber ist ja noch Zeit, ne? Ist noch Zeit, nee, aber das wird auch nicht, weil die Konkurrenz im Internet ist zu doof. Also man kann sich nicht an die Preise halten, die Firmen wollen, weil im Internet kriegst du halt viel zu sehr, das ist total beschissen. Eigentlich. Ja. Mensch, du sag mal, was kann ich dir jetzt geben? Na, 15 Euro. Ja. Und dann gerne, sehr gerne. Das sind erstmal auch die. Wie denn damit? Ne? Sag mal, ach so, ja, und Werkzeug oder sowas auch nicht. Ne? So ein Multitool, nee, habe ich nur für mich selber. Also, das musst du auch, das sind alle so Sachen, die man sich selber einmal kauft und selber aussucht, weil da jetzt so eine Menge an Auswahl ist. Ja. Der eine braucht einen Kettenlieter mit dazu. Weil ich, ja, so. Also, ich hab selber jetzt. Natürlich ein Schweizer Messer, braucht man immer. Oh, das ist wichtig. Mhm. Nein, natürlich nicht. Aber Kleibermäßig ist das, wenn man sowas bei ihr hat. Aber ich habe schon eine Weile nicht mehr benutzt, wie man sieht. Ich habe immer so eins. Ja, ich habe nämlich hier bei den billigen hier am Wald am Ufer, bei diesem Fahrrad-Ding, ne? Das hier, das hier, das mit Kettenlieder und allem. Ah. Also da kannst du auch mal eine Kette, wenn die Profi lang ist oder so, kannst du wieder zusammen. Na, unterwegs, guck mal, du bist unterwegs irgendwo, musst 20 Kilometer bis zum nächsten Dorf, willst du nicht schieben, ganz einfach. Also ist, passiert ja hier in Europa kaum noch. Irgendwie sagst du. Ach cool. Ja. Super. So was ist wichtig. Und was kennst du denn eigentlich noch kurz sein? Reifenheber. Ja. Nämlich ein Freund von mir, der fährt wahnsinnig viel Fahrrad und der ist auch schon nach Kopenhagen in 2,5 Tagen gefahren oder irgendwie sowas. Und der hat jetzt so hier so Schläuche, die so gehen oder irgendwas, weißt du, wenn du dann ein Loch hast, dass dann so das aufgeht. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Ich habe es früher auch von den 90er Jahren, haben sie das schon gemacht von den. Für Autoreifen hatten wir das mal. Da stand immer einer auf der Messe, der permanent ein Rad hier dreht und immer wieder mit einem Nagel drin gestochen. Nee. Und die Luft gehalten. Aber ich halte davon nicht viel, weil das natürlich an der Stelle reagiert und hart wird, wo mit frischem Sauerstoff in Berührung kommt. Und das ist im Idealfall oder im meisten Fall natürlich immer die Stelle am Ventil.
Wenn es am Ventil dann hart wird, dann verklebt das Ventil, also wird das Ventil undicht. Deswegen halte ich persönlich nicht so viel davon. Mag sein, dass es an manchen... Vielleicht mal so kurz ist das vielleicht mal so... Weiß ich nicht, ich habe lieber einen Ersatzschlauch bei. Ja. Das habe ich auch im Rucksack. Genau, das ist wichtig. Ja. Ersatzschläuche und dann natürlich noch Flickzeug. Ne? Also zwei Ersatzschläuche, Flickzeug, damit man dann den alten raus, man kann erstmal weiterfahren und abends, dann, wenn du irgendwo Camping machst oder dafür sich kein Flickzeug, den Schlauch oder so. Ach, schlau. Also niemals wegschmeißen. Das ist ja alles heutzutage mal wegschmeißen. Das ist aber sehr einfach. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank. Schöne Wochen. Ich bin hier. Ja, du bist hier. Ne? Ich bin immer hier. Fast immer. Bist du eigentlich, also bist du Montag bis Samstag ja. Immer bis um 9 hier? Ja. Ach, ey. Minimum. Minimum. Siehst du, jetzt ist 9:09 Uhr. Aber was sagt deine Familie? Na, Scheidung und alles. Ich suche eine neue Frau. Hast du eine? Nee, komm jetzt doch auf. Nein, natürlich nicht. Nein. Doch, das wäre jetzt schlimm. Also. Aber ja. Ja, es ist natürlich schon. Aber ist das ja ein bisschen, weil ihr wohnt ihr nicht hier oben? Ja. Dann ist das ja ein bisschen das erweiterte Zuhause, ne? Ja. Es ist nicht immer gut und nicht immer toll, in der Nähe zu wohnen. Weil das Problem ist, dass die Leute dann denken, und wenn es auch die eigene Familie ist, die denken dann, ja, Papa ist ja da, ich bin ja da, ich stehe zur Verfügung, aber das tue ich nicht. Nee, und dann bin ich manchmal natürlich auch ein bisschen gereizter, wenn dann alle dastehen und wollen permanent was von mir, aber ich bin ja eigentlich auf Arbeit. Ja. Das ist nicht immer gut. Ja, aber du, ich muss dir mal wirklich sagen, kurz, weil es gibt ja Fahrradhändler oder diese Fahrradleute wie dich, schönen Laden, ja. Die es ja viele gibt, das sind alle so ganz schöne, wie sagt man so, so ganz komische Individualität. Sag's verletzend, in voller Härte. Du, also, naja, also. Kreaturen der Nacht. Aber ich glaube, das hat wahrscheinlich auch was mit dem gesamten, weißt du, mit dem gesamten. Naja, in so einem Laden, den hier gibt es ja sowieso nicht allzu oft, also da ist ja, der ist ja wirklich sehr schön. Also die meisten Fahrradläden hier, gibt schon schöne, sind auch entstanden jetzt in letzter Zeit. Das die klassischen Fahrradläden, die ist ja eher langweilig. Ne? Und das passiert auch sowieso keiner. Aber du, die Leute kommen schon gerne hierher, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Manche sind auch sauer oder so, habe ich auch Leute, die dann verärgert sind, weil halt alles ein bisschen mehr kostet als im Internet. Speziell bei dem Fahrradladen hier. Ja, das ist wahrscheinlich zu viel. Too much information, TMA. Too much, bla bla. Okay, deswegen lasse ich dich jetzt in Ruhe. Genau, ich muss noch reparieren. Ja. Und schönes Wochenende. Und bis bald. Ja, bis bald. Sag Bescheid, genau. Ja.
viel Blabla. Naja, was soll man machen? Immer nur Blabla.